thank you und einen guten Abend euch. Ich hab einfach was? Nein. Hallo und einen guten Abend euch. So. Sechs Leute schauen wohl schon zu. Schön, dass ihr da seid. Hallo Thüraval. Auf Thüraval ist Verlass. <laughs> Guten Abend Angelika. Kennt jemand diese Musik? Die ist aus Forge of Empires. Fragt mich jetzt nicht in welchem Zeitalter, aber ich nehme mal an irgendwas Mittelalterliches. Oder danach? Ein bisschen später? Als Mittelalter? Ich spiele auch nur ohne Ton. Eigentlich. Aber ich lasse es jetzt noch auslaufen, bevor ich es ausmache. Hallo Freakman. Naja, bei mir siehst du aber nicht so viele Rocket League Streams. Ich habe bisher einen gemacht, Türerwein. Und der war auch, glaube ich, relativ spät. Ich habe das Gefühl, der Song geht nicht mehr, nicht mehr zu Ende. Egal, ich mache es jetzt aus. Es stört mich nämlich selbst ein wenig. Ähm, wobei es euch wahrscheinlich nicht wirklich stört, weil ich glaube ich zumindest für den Stream deutlich, deutlich äh, leiser gestellt habe. Die Musikuntermalung, die musikalische Untermalung. Ja, okay. Hast du diesen Rocket League äh, Stream mit Absicht verpasst, Thyrable? Das wäre natürlich auch okay. Man muss ja nicht alles gucken. Und ähm, ich muss sagen, Rocket League ähm, habe ich bei Jockeltraut immer nicht wirklich gemocht, mir das anzuschauen. Weil das halt, naja, es ermöglicht halt relativ wenig Interaktion mit dem Stream, weil man relativ konzentriert aufs Spiel ist. Wobei das bei Jockeltraut schon besser geworden ist, muss ich sagen. Also er hatte dann eine Zeit lang ähm, relativ konzentriert dann äh, Rocket League gespielt und dann konnte man gar nicht irgendwie mit, rein, mit reinkommen in seinen, ähm, wenn man mal was zu äh, erzählen hatte. Oder was zu schreiben hatte, was äh, irgendwie aufgegriffen werden sollte. Das, äh, da ist Forge Empires natürlich sehr sehr viel ähm, Freiraum lassen da, weil es kein so hektisches Spiel ist. Ne? Genau. Da kann man halt ganz gemütlich vorgehen. Was auch bei, bei den anderen Spielen der Fall ist, die ich sonst so spiele, weil bei Jagged Alliance, da muss man relativ viel warten, beziehungsweise hat ein rundenbasiertes Spiel, da passiert halt auch zwischendrin nichts. Naja, bei Portal ist es nicht ganz so. <laughs> da geht's auch. Aber da gibt's zwischendurch dann schon die Momente, wo dann irgendwie äh, Tonsequenzen kommen oder sowas, wo man dann relativ schlecht reagieren kann. Oder. Naja. Oder wenn man GVG spielt, letztens zum Beispiel. Da habe ich äh, ganz intensiv GVG geplant und äh, mir einfach den Tom Ton gekappt. Und ihr habt bestimmt drei Minuten versucht, mich wieder zurückzuholen, was dann irgendwie dann irgendwann mal geklappt hat. <lacht> genau. <lacht> ähm, ja, aber das habe ich jetzt umgestellt, also das sollte jetzt kein Problem mehr sein. Ich habe jetzt ähm, das auf meiner Tastatur neu belegt, beziehungsweise ich streame jetzt auch gerade von meinem Hauptmonitor. Ich werde wahrscheinlich... Auch dazu übergehen, dass ich wahrscheinlich nur noch so vom Hauptmonitor streame und nicht mehr vom Zweitmonitor. Und dann habe ich dieses Problem auch gar nicht mehr. <laughs> Freakman, warum denn? Das ist geheim. Nein. Ähm, ich habe vor, nächste Woche zusammen mit Seekart den den Portal koop Modus zu spielen. Mittwochabend. Mal gucken, wann wir damit anfangen, also es kann auch so 22 Uhr rum werden. Vielleicht ein bisschen früher, vielleicht ein bisschen später, wie das immer so ist. Und ich werde nächste Woche dann kein Forge of Empire Stream machen. Da ist ja dann auch kein Event und da müsste man sich was überlegen, was man irgendwie ja mehr oder weniger Spezielles machen kann. Aber um auch ein bisschen mehr, bisschen mehr äh, Zeit ins Land gehen zu lassen, bevor ich wieder einen Forge of Empire Stream mache, äh, dachte ich mir, okay, ähm, ich schiebe da mal einen Portal-Stream ein. Und äh, wir hatten ja vor, Portal im Koop-Modus zu spielen, Portal 2. Und äh, das werde ich da tun, zusammen mit Zika. Zumindest ist es so geplant. Um, sofern er dann Zeit hat. Uh, bisher ist es so abgesprochen und von daher sollte es wahrscheinlich klappen. Das heißt, die Zeit bleibt ungefähr die gleiche, aber dann nächste Woche kein Forge of Empires, sondern Portal. Und sonst werde ich am Wochenende vielleicht nochmal Singleplayer oder so Portal weiterspielen. <laughs> oder vielleicht auch mal wieder Jagged Alliance. Mal schauen. Ja, aber jetzt erstmal zu Forge of Empires. Morgen ist der richtige St. Patrick's Day, erinnert Thürerberg gerade. Hallo Diamantrex. Morgen müssen wir alle grün tragen. Ich habe jetzt schon mal angefangen. Man sieht es nicht so richtig. Das ist aber ein Grün. Ein dunkles Grün. Sieht fast aus wie Blau. Ähm, zumindest jetzt hier in, in der Kamera. Ja. Ähm, mache ich noch, mache ich noch. Beziehungsweise kann ich ja gleich machen. Vielleicht mache ich es einfach gleich. Gehen wir doch mal auf, äh, auf Wahlstrand. Ja, morgen endet der St. Patrick, Patrick's Day Event. Wobei eigentlich übermorgen, ne? Übermorgen endet das St. Patrick's Day Event. Aber morgen ist dann möglicherweise der richtige St. Patrick's Day, wenn, wenn Thürer, weil da. Jetzt nicht geflunkert hat. Warum? Ja, jetzt kommt's. Ja, genau. Enden tut das Event am Freitag. Guten Abend, Murmeltier. Ja, hier sind wir auf Wahlstrand. In Wallstrand bin ich nicht so weit gekommen, was das Event betrifft, aber in neun Minuten habe ich 12 Q, 12 Billiarden Kleeblätter gesammelt. Zumindest die Quest kann ich noch abschließen. Eine neue Stadt starten, wird jetzt auch nichts mehr in den nächsten vier Stunden. Die möchte ich jetzt ungern um 2.22 Uhr starten, obwohl es eine schöne Zahl ist. Aber ich werde jetzt, äh, werde hier die Klebelter dann noch einsammeln und die Getränkefabrik, die ist ja jetzt auch schon fast soweit. Genau, und ich wollte ein wenig über den FOE-Helfer reden. Der Freitag ist immer der 17.03. Nee. Der F Freitag kann auch mal. In, in anderen Jahren muss es nicht, muss es nicht am 17.3. sein. Feiertag. <laughs> das ist natürlich recht. Der Feiertag ist immer am 17.3. für St. Patrick's Day. Okay. Ja, das ist ja, ist ja ein Tag, der zumindest in Deutschland jetzt nicht besonders populär ist in dem Sinne. Eher so, wenn man Irland-Fan ist oder zumindest Fan von irischen Bar besuchen oder sowas. Ich glaube, da ist es glaube ich auch ganz nett, wenn man dann am St. Patrick's Day vielleicht in eine Bar geht und dann mal ein leckeres irisches Bier irgendwo bekommt. Ja. Okay. Also, Diamantrix sagt mir, ich soll mal auf die GVG-Karte schauen. Und ich habe heute schon am Tage mitbekommen, dass Diamantrix dazu aufgefordert hat, doch in der Jahrhundertwende mal ein bisschen was zu machen. Gilde vs. Gilde, was ist das überhaupt? Hier kann ich es mal vorlesen. Nein, nein, ich lese es jetzt nicht. Kann ich mir das mal durchlesen und äh, mal erfahren, was Gilde vs. Gilde ist? Ja, nee. Ähm, tatsächlich hat die, die ähm, Gilde, die Freaky Family, hier insgesamt sechs Sektoren erobert. Sehr schön. Aber ich weiß nicht, von, von wem die Freaky Family das weggenommen hat. Aber es könnte jetzt natürlich sein, dass die Union der Kämpfer oder die Diamond Fighters sich das wieder zurückholen wollen oder werden in den nächsten Stunden. Jetzt sind hier zumindest keine Schilde drauf und deswegen kann das alles wieder zurückerobert werden. Mehr oder weniger. Ich kann hier. Die waren frei, ach so. Na dann. Ich kann hier ähm, jetzt nicht so viel machen, weil ich keine Einheiten in der Jahrhundertwende habe. Ich könnte jetzt natürlich mit ungebundenen Einheiten eine Belagerungsarmee stellen, aber auch die sind bei mir knapp. Dann könnte man noch diesen Sektor hier einnehmen. Aber wie gesagt, ich habe halt überhaupt keine Truppen da. Und ähm, da ich auch noch sehr, sehr geringe Kampfboni habe, macht es auch keinen Sinn, dort zu kämpfen. In Chicago wird er groß gefeiert, sagt Thürerwald, der St. Patrick's Day, weil da wahrscheinlich dann viele irische Einwanderer leben. Und Diamantrix hat alle seine Truppen verheizt für den Angriff anscheinend. Genau, ansonsten gibt es da noch viel zu holen. Ich finde es... Ich finde es ja faszinierend, dass die Karte hier so leer ist auf W. Also, hier kann man wirklich viel machen noch. Ich meine, ähm, hier haben anscheinend einige Gilden Gebiete ausgegraut. Und nicht wenig. Ich sehe hier auch in der Gegenwart den ganzen Süden ausgegraut. Das haben sich hier die Hessen. Hessen Weltfrieden und äh, You Are United so eingerichtet. Und anscheinend kämpft hier auch niemand, um das zurückzuerobern. Als wir das versucht haben in der Gegenwart, zusammen mit zwei Partnergilden, kamen hier am Strand ungefähr acht Gilden oder sowas, die versucht haben, diese Blockade zu durchbrechen und den Strand hier wieder aufzumachen. Aber hier auf äh, W interessiert sich anscheinend niemand für fürs GVG. Auch im Morgen. Das ist hier alles noch zu haben. Da kann man überall noch GVG spielen. Na gut, hier auf der rechten Seite nicht. Da sind tatsächlich, ist tatsächlich auch ausgegraut. Und auch wieder Hessen Weltfrieden und UR, UR Unit sind diejenigen, die das unter den Nagel gerissen haben. Hier sehe ich in der ASA auch alles ausgegraut. Den kompletten Fjord hier kann auch niemand landen. Wieder UI-Unit und lass mich raten, Weltfrieden? Nee, nur UI-Unit. Sehr interessant, dass das hier in, auf W möglich ist und da niemand dagegen äh, kämpft. Komisch. Aber gut, dann ist das wohl auf Weso. Bei uns auf D geht es nicht. Kann hier nochmal zurückgehen. Also sicherlich gibt es bei, bei uns auf der Karte auch ein paar freigegebene Sektoren. Aber nicht in diesem Maße. Hier gibt es ganz am rechten Rand ein paar freigegebene. Und Twist of Fate, weil die halt so viel Gebiet haben in der Arza. Da gibt es ein paar im Norden, die so mehr oder weniger umkämpft sind. Aber auf W kann man ja viel holen, wenn man möchte. <laughs> Tja, die Sternenflotte hat Jockeltraut gekickt. Na sowas. War Jockeltraut nicht Gildenleiter? In der Sternenflotte? Oder einer der Gildenleiter? Oder in der Gildenleitung? So. So. Also, was habe ich denn heute vor? Ja, er ist inaktiv, das ist richtig. Ich hoffe, er macht nochmal Forge of Empires. Und ist nicht komplett von weg. Heute habe ich vor, die das St. Patrick's Day so weitestgehend durchzuspielen und, und vielleicht beim FOE-Helfer ein bisschen reinzugucken, was es da so an nützlichen Features gibt und vielleicht auch mit eurer Hilfe so ein paar Sachen zu entdecken, die es da zu gucken gibt. Okay, also ähm, auf meiner Hauptwelt bin ich äh, durch. Das ist hier die fünfte Stadt, soweit ich mich erinnere. Oder die vierte? Ne, vier muss man eh durchspielen, ne? Dann müsste es die fünfte sein. Und ähm, da bin ich jetzt so weit, wie ich gekommen bin bisher mit den verbleibenden Goldtöpfen. Und ja, ich glaube, meine Idee war, ich da, war jetzt, dass ich hier den, die Werft noch ausbaue und dann versuche die letzten Quests hier noch abzuschließen, die jetzt hier noch relativ einfach zu holen sind. Und vielleicht dann noch ein, zwei Kisten zu öffnen mit den restlichen Goldtöpfen beim am Ende der Stadt. Genau. Das würde ich dann im Grunde morgen noch machen oder übermorgen, so kurz vorm Eventende. Die Questreihe bin ich soweit durch. Mir fehlt jetzt nur noch das letzte Bauernhof-Kit. Kann ich mal nachsuchen? Keltischer B. Im Prinzip habe ich es schon. Also, wie ihr seht, ich habe hier schon zusammengerechnet zehn Teile. Und kann sozusagen den Bauernhof auch schon auf Stufe 10 ausbauen. Das heißt, ich warte nicht mal mehr auf dieses Endkit. Das heißt, es war jetzt relativ sicher machbar. Wäre wahrscheinlich auch relativ sicher machbar, wenn man jetzt die Eventkiste nicht gehabt hätte. Ich habe sie jetzt noch zusätzlich gehabt und dadurch habe ich noch ein Kit übrig. Genau, also vielleicht liegt es auch ein bisschen, es liegt sicherlich auch ein bisschen am Glück, dass man hier die richtigen ähm, Ereignisse findet und dann eben auch ein Ereignis hat, wo Goldhöfe drin sind. Im St. Patrick's Day Event war es ja zumindest noch möglich, dass man sich auch Ereignisse vorbereiten konnte, also dass man 25, äh, 24 Stunden vor Eventbeginn dann nichts mehr einsammelt und Dadurch dann Ereignisse schon auf Lager hatte, die man dann einsammeln konnte und wo vielleicht schon ein paar Goldtöpfe drin waren. Das wird jetzt im nächsten, das wird jetzt im nächsten Event nicht möglich sein. Vielleicht als kleiner Hinweis für euch, falls ihr, falls ihr das plant, äh, ihr braucht euch keine Ereignisse aufsparen, denn im nächsten Event, das wird ja das Geburtstagsevent sein, da wird es ja statt der üblichen Ereignisse diese Geschenkpakete geben. Und nur in den Geschenkpaketen ist dann auch die nächste Eventwährung, die neue Eventwährung, das Papiergeld drin für das neue Event. Genau. Ja, also Fliegmann schreibt auch, es gab öfter mal 200 Goldtöpfe in den Ereignissen. Mir ist es ehrlich gesagt auf meiner Hauptwelt zumindest nicht aufgefallen, dass ich mal 200 Goldtöpfe hatte. Das hatte ich wieder, wie es meistens so ist, auf den Nebenwelten. Aber es hat hier auch gereicht. Genau, im. im in dem Geburtstagsevent, was als nächstes kommen wird, da liegen dann so Geschenke äh, in der Landschaft herum. Aber die werden natürlich auch erst dann aktiviert, wenn das Event startet. Und ähm, dann kann man erst diese Geschenke einsammeln und nur in den Geschenken ist die Eventwährung drin. Das heißt, da braucht man, also es macht halt keinen Sinn, vorher Ereignisse liegen zu lassen, ähm, um dann Eventwährung zu bekommen. Im Grunde wie die Kirschbäume, genau. Wie früher mit den Kirschbäumen beim Valentins-Event, Frühlings-Event. Genau. Oh, Freakman, du musst froh raus. Dann äh, schlaf gut, Freakman. Äh, schade, dass du schon gehen musst. Äh, ich wünsche dir ein, eine gute Nacht. Okay. Nee, es gibt leider keine goldenen Würfel in den Ereignissen. Die goldenen Würfel kannst du nur über die Questline bekommen und dann eben über den, das Spielfeld goldener Würfel, was es oben rechts in der Ecke gibt. Genau. Also bei dem Spielbrett gibt es oben rechts in der Ecke, so wie an allen Ecken, so ein Sonderfeld. Und da liegt manchmal ein goldener Würfel und manchmal Papiergeld. Ich habe nicht darauf geachtet, ob es irgendwie beim jedem zweiten Mal oder sowas der goldene Würfel ist. Ich glaube aber eher nicht. Eher selten, dass es das der goldene Würfel ist. Genau, bei dem ähm, Event habe ich auch durchgespielt auf der Beta. Kann ich ja mal hier eben rüberziehen. Müsste die Beta sein. Genau. Ist zu Ende. Und die Orrery oder Orrery, wie auch immer, also kann ich auch auf Stufe 10 ausbauen, da habe ich genügend gesammelt. War jetzt auch unproblematisch. Also ich habe die Questline komplett durchspielen können. Ich brauchte das End-Item End und ich brauchte auch die Eventkiste, Beides. Und so habe ich es auf 10 bekommen. Aber das war dann relativ einfach. Also die, wer die Kiste nicht hat, ähm, weil er jetzt erst neu anfängt zu spielen oder sie jetzt erst neu anfängt zu spielen oder weil das St. Patrick's Day Event zum Beispiel ein Event ist, was man ungern spielt, das kann dann natürlich problematisch werden, wenn man dann die Kiste, wenn dann die Kiste fehlt. Genau, wenn man das Eventgebäude zumindest haben will. Ich kann er ja nochmal öffnen. Also hier auf, in der Eisenzeit, nee, im frühen Mittelalter, äh, bringt es jetzt 12% auf die Verteidigung der angreifenden Armee. Ja. Der Diamantreckswürfel würfel Ja, ähm, wer da mehr drüber wissen will, ich hatte vor einigen Tagen. Schon vor, ich glaube, vor 14 Tagen oder sowas, hatte ich den Stream über das jeweilige, also dieses Event gemacht, über das Geburtstagsevent. Das findet man jetzt, glaube ich, noch im Video on Demand hier auf Twitch oder auf YouTube habe ich es auch hochgeladen. Da ist es ja dann, wird es ja dann nicht automatisch gelöscht. Genau. Da kann Gerne nochmal nachgeschaut werden, wie das Event so funktioniert. Okay. Ja, ich glaube, die Stage of Ages. Mal gucken. Die ist ein recht schönes Gebäude. Das hat jetzt 8% Angriffskraft für die angreifende Armee auf äh, einer Fläche von 4x4. Und wenn es motiviert ist, dann gibt es sie eben auch noch 15%. Güter des vorherigen Zeitalters und vier Fortspunkte. Ist, denke ich, ein ganz nettes Gebäude. Vielleicht sogar besser als das Hauptgebäude. Wobei mir nicht klar ist, wie das jetzt auf Deutsch heißen wird. Vielleicht, tja, weiß ich nicht. <laughs> also bei der Ollory gab es ja auch irgendwie interessante, interessante... Ähm, Aussagen von. Also, ich habe das Video gesehen von, von FOE Tipps und da nennt er es, glaube ich, Goldener Kranz. Und ich habe das Video gesehen von, von Falco, von Socket. Und Socket hat gleich eine ganze Reihe von, von ähm, Vorschlägen, wie es dann in, ins Deutsche übersetzt heißen könnte, gebracht. Also, Stage of Ages wäre halt jetzt irgendwie ähm, die. Stage, Stadion der, Stadion, der Stadion der Zeitalter irgendwie, ja. Also passt nicht für dieses. Ist ja auch kein Stadion, sondern eher eine Bühne, Bühne der Zeitalter. Bühne der Zeitalter. Vielleicht heißt es auch direkt dann so auf Deutsch. Schauen wir mal. Ähm, ja. Ansonsten gibt es jetzt hier im, auf der Beta nicht mehr so viel Interessantes zu sehen. Vielleicht mit der Ausnahme, dass ich hier Forge Plus habe. Also dieses ähm, FOI Plus Feature und hier auch für viel Geld kaufen könnte. Aber ich habe es jetzt beispielsweise nicht auf meinen normalen Welten. Da fehlt mir halt sowohl diese, diese kutsche, die das hier auf der normalen welt verfügbar macht, als auch der ganze tab hier im, äh, im diamantenbereich. ihr könnt ja gerne mal schreiben. ich habe da was anderes. ich habe hier die pakete. genau. an der stelle. aber hier gibt es ja die pakete auch. wobei hier fehlt, habe ich noch mehr diamanten, die jetzt hier fehlen. Noch mehr Diamantenpakete. Naja, äh, ihr könnt ja mal schreiben, ob ihr das ähm, FOE Plus habt bei euch auf der Hauptwelt oder ob ihr es nicht habt. Würde mich mal interessieren, weil ich habe bisher noch nicht so wirklich mitbekommen ähm, oder noch nicht so wirklich ein Gefühl dafür, wie viele Leute das jetzt haben und wie viele es nicht haben. Und ähm, wenn ihr 13 Zuschauer jetzt vielleicht mal schreiben würdet, ihr habt es oder ihr habt es nicht, also ja oder nein, ähm, zu dem FOE Plus, zum Dummium, ähm, dann kriegt man vielleicht ein bisschen Gefühl dafür. Habt ihr es oder habt ihr es nicht? Dieses neue, tolle Forge-Punkte, FOE-Feature, Forge-Punkte ist falsch. Okay, Master of Disaster hat es, hat es auf allen vier Welten. Thyraval auch von 29,99. Angelika hat es, Angelika mal anders, hat es auch nur auf zwei von vier Welten. Heißt es, ähm, hast du auf allen Welten den gleichen Accountnamen Angelika? Und Nike hat es auch für 49, Onata auch in zehn, auf 10 Welten für 49. Zwei verschiedene Namen, okay, dann liegt es daran. Also ich, äh, ich nehme an, es ist tatsächlich an den Account-Namen ge gebunden, ob man das jetzt hat oder nicht. Und es wird auch gebunden sein, ob man den Preis von 49 Euro bekommt oder den Preis von 29 Euro weil er hat es auf allen fünf Welten. Ähm, X-Filo hat's nicht. Willkommen, X-Filo. X-Filo hat's nicht. Okay. So, mal grob überschlagen. Wir haben bei mir, ich habe es nicht. Dann hat es Angelika einmal nicht. Und äh, x nicht. Jetzt muss ich mir mal so ein. Ist natürlich jetzt äh, keine, keine gute Statistik, ja. <laughs> Aber trotzdem. Ähm, wer hat's? Also nein. Chris? und so das sind drei ja und 49 ist hier und nata und tyrovil hat auch 49 oder nee 29 Glaube nie an eine Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Richtig. Mass of Disaster. Wie viel, welchen Preis hast du? Was kostet es dich? Und x Philo, Nee, x Philo brauche ich nicht fragen. so, äh, Diamantrix hat es auch nicht. Okay. Naja, ich würde sagen, also anhand meiner Statistik, ach so, Angelika hat es auch einmal, ähm, naja, aber ungefähr passt es ja, also Angelika hat es auch einmal äh, mit dem anderen Account. Ähm, zu welchem Preis? Bei dem Account, wo du es wo kaufen kannst. Du hast es... Gar nicht. Nein, auch nur in zwei von vier. Ach so. Na denn doch. Genau. Also grob überschlagen könnte es sein, dass es die Hälfte der Nutzer bekommen hat und davon wiederum die Hälfte einmal die 49 Euro als Angebot hat und die andere Hälfte die 29. Ja, nee. Ich meine ja, ich meine ja nicht gekauft Angelika. Ich meine ja nur, dass du das Angebot hast. Genau. Also ähm, das zu kaufen halte ich für keine wirklich gute Idee. Also was man daraus kriegt, ich kann es ja noch mal, noch mal, kann ja noch mal drüber gehen. Du kriegst halt mehr, ähm, du kannst halt mehr Fortsprung in der Leiste haben, bis zu 1.000, Dann Kannst du halt alles äh, kostenfrei einsammeln und brauchst nicht mehr fünf Diamanten dafür ausgeben? Du kriegst einen Recruitment Boost ähm, um 12%. Ich weiß nicht, ob dir oben drauf gerechnet wird aufs Alcatraz. Das können ja, könnten vielleicht diejenigen sagen, die, das, die, das, ähm, die es haben. Aber ich glaube, aus unserer Runde, ich weiß nicht, ob es aus unserer Runde jemand gekauft hat. Ähm. Wahrscheinlich nicht. Dann, dann eben... Also, das ist ganz nett, dass man Recruitment Boost bekommt, wenn man Probleme mit Einheiten hat. Ich habe im Moment keine Probleme mit Einheiten mehr, weil ich nicht genügend GVG spiele für meine, mein großes Alcatraz. Im Moment zumindest. So, dann gibt es eben mehr... Ähm Angriff und Verteidigung um 15% gesteigert über die Town Hall, also die, das Rathaus. Dann haben wir in dem, also die, diese Kutsche liefert halt täglich 10 Forgepunkte und 50 Güter. Dann gibt es noch diesen exklusiven Timer von zwei Tagen im der ist ja, Der ist ja bei allen sichtbar. Den habe ich auch, interessanterweise. Aber kann ich jetzt nicht zeigen, glaube ich. Doch, ist gerade abgelaufen. Genau, kann ich einsammeln, neu starten. Nee, habe ich doch nicht. Habe ich doch nicht. Aber bei denjenigen, die das Feature haben, da würde jetzt hier noch zwei Tage stehen. Hier das mit dem Pluszeichen. <laughs> Ja, Tyra, weil es kann sein, dass du schon einige mit dem goldenen Rahmen, Golden Rahmen gesehen hast. Aber mh, ich nehme an, dass die vier hier oben noch nie, nie jemanden mit einem goldenen Golden Rahmen gesehen haben, weil die dieses Feature generell nicht haben. Die kriegen halt nicht diese zwei Tage hier angezeigt und die sehen auch nicht, wer, wer FOE Plus gekauft hat, weil das Update ja nicht eingespielt ist für diejenigen. Und deswegen kann ich zumindest auch nicht sehen, wer sich bisher ein, ein Dummium oder ein FOE Plus geleistet hat. Genau, also man kann halt dann für 14 Tage ähm, den Antiquitätenhändler laufen lassen und kriegt dann wahrscheinlich nochmal einen zusätzlichen Bonus. So wie man bei einem Tag ja auch einen zusätzlichen Bonus bekommt gegenüber 8 Stunden oder 2 Stunden. Und was gibt's noch? Einen zusätzlichen Slot beim Antiquitätenhändler gibt's. Also ja, genau. Hier noch einen weiteren Slot. Und ach nee, Quatsch, Quatsch. Uh, first Shuffle ist for free. Also du kannst, ihr, ihr könnt hier einmal tauschen, kostenfrei. Genau. Einmal kostenfrei tauschen, bevor es 50 Diamanten kostet. Genau, das, das, ist, die, äh, das ist das, was es hier noch bringt. Dann gibt es den goldenen Rahmen. Ach, das, hier, das ist der goldene Rahmen. Und zwei zusätzliche Plätze im Rathaus für Botschafter. Ja. Genau, also ist das äh, 29 Euro im Monat wert? Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, nein. Ist halt blöd. Ne? Dann fliegen ja dir auch die Botschafter wieder raus nach dem, nach dem Monat, wenn du nicht, be nicht äh, wieder bezahlst. Naja. Ja, bei einem Zehner hätten vermutlich, da wäre das dann vielleicht für, für, für einige schon okay, ja. Ich hatte es ja auch mal verglichen mit, mit ähm, World of Warcraft, was ich früher gespielt habe. Da kostete der teuerste Preis, also wenn man nicht über mehrere Monate hinweg bezahlt hat, 15 Euro. Und der Entwicklungsaufwand, der in diesem Spiel steckt, ist, würde ich sagen, etwas größer als bei Forge of Empires. Und von daher finde ich diesen Preis schon ganz schön krass. Aber gut. Ähm, also auch 29 Euro. 49 sowieso. Gut, dann kann ich jetzt hier nochmal den Antiquitätenhändler mit neuen Sachen ausstatten, die er zu Münzen machen kann. Ein Edelstein sehr schön okay ja so viel zu Beta mehr habe ich da jetzt nichts nicht zu sagen sonst würde ich jetzt mal die Welten durchgehen ich weiß dass ich auf A und auf F die Stadt beenden kann Horde oder Allianz und du tippst auf Horde w warum Warum tippst du auf Horde? <laughs> okay. Ähm, ja, tatsächlich äh, war ich in der Horde. Das lag aber weniger an mir, sondern daran, dass Freunde von mir dieses Spiel zuerst angefangen haben damals. Ähm, als es rausgekommen ist, also noch ähm, die in der allerersten Zeit, da habe ich noch Counter-Strike gespielt. Und es sind Leute bei Counter-Strike ferngeblieben. Und die haben dann angefangen, World of Warcraft zu spielen. Und äh, mich irgendwann überredet, äh, mal so einen Probemonat auszuprobieren, weil das war, glaube ich, auch, wenn man eingeladen wurde, dann auch noch kostenfrei. Oder zehn Tage oder sowas. Irgendwie sowas. Naja, und dann war ich halt auch hooked. <laughs> und dann habe ich auch mehr oder weniger aufgehört, ähm, Counter-Strike zu spielen und stattdessen dann angefangen mit World of Warcraft. Ja. Und jetzt schon seit acht Jahren: Forge of Empires. Und äh, dadurch, dass die schon in der Horde gespielt haben und ich natürlich mit denen zusammenspielen wollte, bin ich auch in die Horde gegangen. Was mir allerdings auch ein bisschen sympathischer war, weil einerseits sind, war die Horde etwas unterrepräsentiert auf unserem Server damals. So, dass ich eben naja, die, die Underdog-Seite quasi gewählt habe. Und außerdem war die Horde. Oh. Äh, die Insel, das ist ja okay. Äh, okay. Und Ulstrainer. Außerdem äh, war die Horde auch schlechter. Also, die hatten nicht so viele. War nicht so weit, was die. Was das. Ähm freischalten oder das Vorankommen in den Raids betraf. Und von daher habe ich mich auf die Seite der, der Schwächeren geschlagen und versucht, die zu verstärken. Genau. Und das hat auch ganz gut geklappt. Und äh, ich war dann auch in der, in der Allianz oder Gilde, weiß ich gar nicht, wie das hieß damals, ähm, wo wir die ersten Bossfights auch für unsere Gilde entschieden haben auf Hordenseite zumindest. Die Allianz war halt immer voraus, aber die hatten halt auch doppelt so viele Spieler wie wir auf Hordenseite. Ja, ich war ein untoter Krieger und äh, dann auch zum Teil Main Tank in den Raids. Okay, also hier müsste ich jetzt durch sein mit dem St. Patrick's Day Event. Genau, hatte ich ja schon kurz reingeguckt. Ich würde jetzt hier nicht mehr, ähm, nicht mehr die, 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 das Feuerwerk machen, sondern jetzt die nächste Stadtstadt dessen anfangen. Weil das kann ich jetzt, da habe ich jetzt genug gesammelt. Und ich kann auch die, habe auch die no notwendigen Goldtöpfe, um nochmal alle Kisten zu kaufen. Und äh, mit dem Kauf dieser Kisten hätte ich dann auch auf diesen Welten, also erstmal auf A, hier kommt das keltische Bauernhof Auswahlkit. Jetzt habe ich noch 1000. Na, ich gebe mal noch was aus. Ganz 1000 brauche ich ja nicht. Ah, was will ich hier überhaupt? Ich meine, hier ist kein Wunschbrunnen. Eigentlich lohnt sie es nicht. Für einen Wunschbrunnen würde sie es eher lohnen. Dann lieber versuchen, nochmal bei den Quests ein bisschen weiterzumachen. Denn der, die, nächste, die nächste Quest ist ja tatsächlich auch ein Wunschbrunnen. Den will ich mir auf jeden Fall noch freispielen. Aber hier muss ich mit den Goldtöpfen jetzt etwas Haushalten. Sackts und gibt einen Haufen, Haufen Volltöpfe aus. <lacht> genau. <lacht> ja. Der Prügelknabe, genau. Der Main Tank ist der Krü Prügelknabe, der musste dann einstecken und hoffentlich haben die Priester, so wie du ein Priester warst, äh, dann auch äh, anständig geheilt, sodass dass der Main Tank nicht umgekippt ist und danach alle umgekippt sind. <laughs> Oder wenn man Glück hatte, konnte noch ein zweiter, zweiter Tank einspringen und übernehmen. Ja. Genau, okay, dann wäre das jetzt hier schon mal soweit gestartet. Hier müsste ich jetzt erstmal ein bisschen was sammeln, um da weiterzuspielen. Wie seid ihr dann so durch die, durch die Questlines gekommen? Im St. Patrick's Day Event, Day Event. Also, ich habe jetzt hier keltischer B. Bin jetzt hier bei 8, bei 9 und hinzu kommt noch dieses Kit und dann habe ich auch 10. 10 Kits. Und dann kann ich die, das Gebäude hier auch aufstellen. Die Frage ist halt: Möchte ich das aufstellen auf meiner Wunschbrunnenwelt? Soon to become Wunschbrunnenwelt. Inzwischen habe ich hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Wunschbrunnen tatsächlich. Und äh, der siebte, der wartet hier auf mich. Den kriege ich auch noch. Und ich glaube ein Schrumpfkit steht auch schon bereit. Genau. Genau, ich glaube... Das ist der zweite Wunschbrunnen, den ich regulär im Event bekomme. Es könnte sein, dass ich mal am Stadtabschluss einen anderen, einen zweiten noch bekommen habe. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es einen Wunschbrunnen als, Pla als Preis beim Stadtabschluss gab. Auf jeden Fall habe ich äh, jetzt drei Wunschbrunnen bauen können. Und einer, einer, einen habe ich durch, durch die... Fragmente zusammenbekommen und einen zweiten nochmal aus der Herausforderung hier beim Abschluss vor ein paar Tagen, vor drei Tagen. Hallo Marco. Welche Punkte denn bei dir abladen? Deine, achso, die, ach so, die Forge-Punkte meinst du. Nee, ähm, da habe ich ja jetzt äh, Cyborg. Cyborg hat sich ja angeboten, dass ich äh, Punkte abladen kann. Und das mache ich ja im Moment immer fleißig. Und lade ab. So, jetzt kann Cyborg wieder leveln. <laughs> genau. Ähm, so weit, so gut. Dann gehe ich mal auf Fell. Feldrangier, meine Eisenzeit-Kampfstadt, die auch ordentlich mit Wunschbrunnen ausgestattet ist, inzwischen. Und auch hier kann ich das abschließen und diese Quest auch abschließen und die Truhen öffnen. Hier habe ich nicht ganz so viele Goldtöpfe. Ich glaube, bei der anderen war ich jetzt bei 2900, als ich die Stadt abgeschlossen habe. Genau, jetzt habe ich hier nur 470 übrig statt 1000. Aber das ändert ja jetzt hier erstmal beim Start nichts. Wir müssen überlegen, ob ich den jetzt hier kaufe, aber. Sonst habe ich zu viele Slots. Also, ich brauche schon die Slots hier eigentlich, die drei auch. Oder möglichst viele. Weil irgendwann kommen ja dann auch noch die. Die man tatsächlich nicht ausbauen will. Die Manager. Ja, also. Ich kann, auf, ich kann ausbauen komplett auf A, D und F. Auf U schaffe ich es nicht und auf W auch nicht. Genau. Angelika hat vier mal zehn volle Kids. Das heißt, auf allen Welten quasi erfolgreich abgeschlossen. Ach so, du hast das mit dir erst ein bisschen beschleunigt, ja. Naja, gut, kann, kann man auch machen. Wenn man, wenn man das Event nicht mag, dann kann man es halt so natürlich auch irgendwie ein bisschen überspringen. Klar. <laughs> ähm, auf Ozeria ist es aber kein großes Problem. Da, da habe ich irgendwie getrödelt. Also es ist nicht so, dass ich es nicht geschafft hätte, aber ich habe getrödelt, ähm, sodass ich jetzt erst in Stadt vier bin die ich jetzt halt noch abschließen müsste, was ich jetzt aber nicht mehr schaffe. Und ich habe schon ein weiteres Kistenset geöffnet bei Nachstadt 3. Wobei, eigentlich hätte ich es noch geschafft, ne? So gesehen hätte ich es jetzt eigentlich doch noch geschafft, glaube ich. Naja, ah egal. Ähm, aber es ist, äh, ist auch relativ egal, weil ich hier das, das Keltische, keltischer äh, Bauernhof Dingens eh nicht bauen will. Da das ja oh, keltischer, genau da das ja meine Classic-Welt ist. Das heißt, ich lande hier am Ende bei 9 und es reicht nicht ganz. Und da komme ich nicht mehr dran, denke ich, mit den, mit den Quests hier. Genau, aber in, auf der Classic-Welt äh, darf man ja wie gesagt äh, im, im Classic ähm, nach den Classic-Spielregeln, wenn man nach den Classic-Spielregeln spielt, darf man ja keine äh, Event- und Spezialgebäude stellen, sondern nur die, die im Baumenu zu finden sind. Und von daher kann ich den keltischen Bauernhof hier eh nicht brauchen. Aber ich habe mir Drucke reingeholt, zwei Stück, und damit jetzt meine Zufriedenheits, mein Zufriedenheitsoutput erhöht in der Stadt auf weniger Fläche. <laughs> also wenigstens was. Genau. Aber hier kann ich ja auch mal eben einsammeln. So. Und wenn ich jetzt erstmal die Welten durch bin, dann würde ich immer so ein bisschen wechseln zwischen A und F. Und währenddessen wollte ich gerne mit euch mal den FOE-Helfer. Durchgehen und gucken, was es da alles so für coole Features gibt, oder vielleicht auch für Features, die nicht so nützlich sind, je nachdem. Und äh, vielleicht habt ihr auch noch ein paar Anmerkungen dazu und so. Und ähm, vielleicht kann das den einen oder anderen dazu bewegen, oder vielleicht auch mich, wenn ihr mir noch was äh, erklären könnt, ähm, ein paar von diesen Features äh, im FOE-Helfer zu nutzen die ihr vielleicht vorher noch nicht benutzt habt. Guten Abend Sickart, schön, dass du auch da bist. Weil da sind wirklich viele viele schöne Sachen dabei und da ja, da das Event jetzt nicht mehr so viel hergibt, weil es ja so gut wie beendet ist und weil wir ja auch schon drüber geredet haben und viele andere drüber geredet haben, dachte ich mir, macht es nicht so viel Sinn. Jetzt irgendwie nochmal groß sich mit dem Event zu befassen. Und stattdessen dachte ich, könnte man eben den FOE-Helfer mal so als Thema Thema nehmen. Und da mal so alle Sachen durchgehen. Und ähm, genau, hier auf, bevor ich das anfange, wie gesagt, gehe ich erstmal alle Welten noch durch. Hier auf W schaffe ich es auch nicht. Ähm, die. Den, den keltischen Bauernhof ähm, zu bekommen. Aber das liegt daran, dass ich mit der Quest nicht vorankomme. Weil die, die Stadt ist halt keine richtige Stadt. Es ist halt eher so ein ähm, Spaßprojekt. Ein Spaßprojekt. Und ich habe überlegt, ob ich die noch ein bisschen schöner mache und da so ein paar ähm, so generell mit Büschen und, und äh, Grünzeug und sowas das alles gestalte, so dass es vielleicht im nächsten Pi und Josie Stream dann, äh, wenn sie die Städte durchgehen, ein bisschen was hermacht, wenn ich die Stadt dann ein Stück weit besser aufgebaut habe. Allerdings ist ja. Es wäre ja der nächste P- und Josie-Stream jetzt an diesem Wochenende. Aber P ist, soweit ich verstanden habe, noch krank. Das heißt, sie werden es wahrscheinlich erst nächstes Wochenende machen. Also dieses Wochenende hätte ich keine Zeit mehr umzubauen. Vielleicht schaffe ich es fürs nächste Wochenende. Oder Josie macht es alleine, das weiß ich nicht. Ja. <laughs> Gut. Genau, also hier. Schaffe ich ja dann vielleicht noch in ein paar... in einer Stunde, genau. In einer Stunde kann ich hier die äh, Getränkefabrik ähm, ausbauen und dann vielleicht noch so viel investieren, dass ich hier die Gebäude verbessere und dann kann ich auch die Stadt... Naja, abschließen ist gut. Schaffe ich ja gar nicht. Guten Abend, Alec. Ja. Ähm, aber ich könnte versuchen, hier diese Quest noch zu machen. Indem ich mal hier eine Truppe zusammenstelle, um die Gegner hier zu besiegen. Ich würde sagen, schwere. Ach, ich habe ja hier überhaupt keine Einheiten. Hm. Ich versuche es mal damit. Ich muss ja nur Einheiten töten. Das reicht ja, wenn ich ein paar von den Einheiten besiege. Genau. Okay, dann stelle ich hier mal zu, so die nicht nach hinten kommen, die Reiter, sofern das möglich ist. Also ich kann den jetzt hier hinstellen. Den stelle ich dahin. Den. in diesen Wald, den in den Sumpf und dann nehme ich die zwei schweren Einheiten, um die Grasebenen zuzustellen und jetzt müssten die Reiter hier außen rum, ganz außen rum laufen, um an meiner Katapulte zu kommen, entweder hier oben außenrum oder hier unten außenrum, weil die über Berge nicht laufen können. Und ich habe jetzt hier so ein bisschen Zeit sozusagen mit meinen Katapulten. Oh, und der hat es schon geschafft, rum zu laufen. Okay, naja, schauen wir mal, wie weit wir kommen. Ups. Den kann ich jetzt schon mal erledigen. Nein, meine Katapulte. Hält ja nicht so lange durch. So, dann kann ich mit dem Katapult hier den nochmal... Oh, war jetzt auch nicht so stark. Okay, die Katapulte sind erledigt und überlebt haben fünf Einheiten. Das könnte ich schaffen. Nächste Welle beginnen. In Firefox kam das Update nicht. Welches? Das mit dem mit der Unterstützung vom St. Patrick's Day Event meinst du, Alec? Bis gleich, Sigurd. Und guten Appetit. Das ist natürlich schade. Das war auch wirklich ein ziemlich hilfreiches Update wieder mal. Und ganz schön aufwendig, ehrlich gesagt, für ein Event, was sie da betrieben haben. Also sie haben ganz schön viel Aufwand für das Event betrieben, möchte ich damit sagen. So. Jetzt fehlt noch eine Einheit. Muss ich noch besiegen. Aber jetzt habe ich nicht genügend gebundene, gebundene Einheiten mehr, glaube ich, um das hier zu machen. Oder? Eine fehlt, aber den kann ich ja, ist ja nur kaum verletzt. Ich versuche es mal mit der bunten Mischung aus Einheiten. Also die zwei Reiter, ich lasse die erstmal rankommen. Sehr schön. Kann ich schon mal anschlagen, wobei mich die Schleuderer jetzt da schon beschädigen werden, aber der war auch schon im Bereich der Schleuderer. Aber die leichteren, also die aus der Bronzezeit werde ich jetzt mal nicht in die Reichweite der Schleuderer stellen. So, und der ist auch nicht in Reichweite der Schleuderer. Aber er kann das Pferdchen erledigen. Den. Ja, den bringe ich jetzt in Reichweite des nächsten Schleuderers. Der wird den wahrscheinlich dann angreifen oder möglicherweise nochmal den Soldaten. Nee. Okay. Genau, weil ich jetzt die, die Einheit gleich ausschalten wollte. Machen wir es so. Ah, nee, doch keine gute Idee. Doch keine gute Idee. Den brauche ich jetzt nicht in den Kampf ziehen. Dann bleibe ich erstmal hier. Und mit denen rücke ich auch nur so weit vor, dass sie in der nächsten Runde mit einschreiten können. Und die können nochmal werfen. So, sehr schön. Okay. Und jetzt den Erstschlag lasse ich mir vom. dass ich das Pferd einstecken. Genau, jetzt kriegt er hier keinen Schlag mehr ab. Und jetzt können die leichten Einheiten hier auch gegen die schweren Einheiten ganz gut vorgehen. Okay. Manueller Kampf. Erfolgreich abgeschlossen. Äh, 18 Punkte ausgeben. Das kriege ich ja vielleicht hin und dann kann ich hier noch mal Kriege ich noch ein keltisches Bauernhofkit, ein weiteres. Wo bin ich denn jetzt hier? <laughs> okay. Bei 5 kriege ich also nur auf Stufe 6 ausgebaut. Nur auf Stufe 6. Das ist natürlich weit weg von, von dem von den 10. Ich muss jetzt gleich noch mal kurz ähm, mir ein Glas Wasser holen. Denn ich merke, dass meine Stimme ganz schön, ganz schön kratzig ist und mir mein Hals wehtut. Wahrscheinlich heute über den ganzen Tag nicht genug getrunken und ähm, bin gleich wieder da. In unter einer Minute denke ich. und schon wieder zurück. Okay, gut, dann bin ich durch durch die Städte, soweit. Und würde jetzt wieder zurück nach A gehen. Da erstmal so ein bisschen Energie in das St. Patrick's Day Event stecken. Manager kaufen, Quest abschließen, dip, dip. Zwei. So. Oh yes, der Wunschbrunnen ist da. Taritara. Und ein Schrumpfkip drauf. Sehr schön. Jetzt habe ich sieben Wunschbrunnen in meiner Wunschbrunnenstadt. Langsam wird es tatsächlich eine Wunschbrunnenstadt. Nach einem Vierteljahr oder so. Ich weiß nicht, seit wann ich spiele. Auf jeden Fall schon eine ganze Weile. So, Bottleneck ist der Festmanager, deswegen baue ich die gleich nochmal aus. Und jetzt noch ein bisschen in die Fabriken. Okay, dann kann ich das erstmal so stehen lassen. Und gehe jetzt noch nach D und mache nochmal das gleiche. Nach D, nach F. Okay. Oh, hier komme ich gar nicht so weit. Da habe ich noch zu wenig Energie reingesteckt. Aber ist total okay, denn so können wir gleich mal mit dem St. Patrick's Day Info vom FOE-Helfer anfangen. Das ist nämlich ein Feature, das kam jetzt mit dem letzten Update hinzu und unterstützt eben das St. Patrick's Day-Event und ist auch nur dafür gut. Und man kann hier relativ gut ablesen, was wann fertig ist. Einerseits sieht man, was der Flaschenhals ist, also was das Problem ist, warum man weniger ähm, Kleeblätter Blätter produziert, als, ähm, als man vielleicht erwartet. Weil, wie ihr jetzt zum Beispiel seht, ist, mein, ist mein, mein Schiffswerft hier auf 5 und meine, mein Festmanager, Festivalmanager auf 8. Und trotzdem ist das, der Festivalmanager jetzt hier der Flaschenhals. Also da, wo es nicht durchkommt und wo sich jetzt das, die Kleeblätter ansammeln werden mit der Zeit. Einfach weil hier der Schiffswerfmanager ausgebaut ist und der Festivalmanager nur auf 1 ist. Und deswegen lohnt es sich jetzt am meisten, wenn man mehr Kleeblätter haben will, wenn man in den Festivalmanager investiert. So, jetzt sieht man, hat sich das aktualisiert. Manchmal muss man es erst schließen und nochmal neu öffnen. Ähm, oder man wartet ein bisschen, dann aktualisiert sich das auch von alleine. Ähm, und jetzt sieht man, okay, das hat sich jetzt verlagert. Der, das Festival ist jetzt okay, aber der Flaschenhals ist jetzt die Schiffswerft. Das heißt, auf, an der Schiffswerft, wenn man jetzt hier weiter Verbesserungen vornimmt, habe jetzt dreimal, dreimal eingezahlt, jetzt bin ich bei 8 und ich, jetzt bin ich wieder, ähm, holt meine Schiffswerft wieder mehr ein als die als der Festivalmanager. Und ähm, das erkennt man so auf den ersten Blick nicht, weil ja, weil man ja hier zum Beispiel sieht, okay, die, die, das Schiff, das holt jetzt hier 4,4, 4,48 irgendwie bei einer Fahrt. Und der Festivalmanager, der, der zahlt hier 6000 ein bei einem Umlauf. Und da würde man erstmal das Gefühl haben, dass jetzt der Festivalmanager besser ausgestattet ist. Ist er aber nicht, wie der foe Helfer quasi vorprognostizieren kann. Und wenn man jetzt mehr Kleeblätter sammeln will, dann lohnt es sich mehr, erstmal wieder ein bisschen Energie in den Festivalmanager zu stecken, bevor man beim ähm, bei der Schiffswerfer weitermacht. Genau, und solche Flaschenhälse kann man hier halt erkennen. Und das ist einerseits ziemlich hilfreich. Und andererseits, ich drücke jetzt mal drauf. Ich ab, damit ich hier in der Quest weiterkomme. <laughs> Andererseits ähm, sieht man hier unten zum Beispiel, wie lange es braucht, bis man bestimmte Quests abgeschlossen hat. Also diese Mini-Quest zum Beispiel hier mit den, mit den 60.000 Hüten einsammeln, die würde jetzt noch zwei Minuten laufen und dann ist sie abgeschlossen. Das heißt, man kann sich relativ gut, auch wenn man jetzt nicht zu viele Welten hat, dann könnte man sich jetzt zum Beispiel auch anderthalb Stunden in den Wecker stellen oder eine Stunde, 32 Minuten in den Wecker stellen und dann ist eben auch diese Quest hier abgeschlossen, dann kann man die abholen. Genau. Das hilft dann auch. Oder das gleiche gilt eben auch für die Fabriken. Dass ich jetzt zum Beispiel, weil ich weiß, okay, die Kuchenfabrik ist eine meiner nächsten Quests und ähm, ich möchte jetzt beispielsweise wiederkommen, wenn die Kuchenfabrik ausbaubar ist. Und dann kann ich halt sehen, okay, wenn ich die Kuchenfabrik von 0 auf 1 bauen will, dann dauert es jetzt noch 7 Minuten, dann kann ich das machen. Das heißt, in 7 Minuten werde ich diese ähm, 1,27 Millionen. Ich glaube, das sind Millionen ähm, Kleeblätter haben und dann könnte ich eben die Kuchenfabrik ausbauen. Dafür sind eben diese ähm, Zeiten hier nützlich. Zudem kann man eben noch sehen, welche Aufgaben folgen. Man kann sie auch noch ein bisschen länger ziehen. Da sieht, sieht man nämlich noch insgesamt sechs weitere Aufgaben und kann damit so ein bisschen absehen oder ein bisschen einplanen. Ähm, wann man diese Gebäudeverbesserung macht, ob man damit noch ein bisschen wartet oder sich ähm, also ob man damit wartet, vielleicht andere Gebäude auszusammeln äh, einzusammeln, bevor man diese Quest bekommt, weil man dann ja sowieso ähm, Gebäude verbessern muss. Sowas kann man dann halt da absehen. Und man kann halt auch generell so absehen, ähm, welche Manager müssen demnächst ausgebaut werden. Zum Beispiel den Festmanager ich jetzt auf, müsste ich jetzt auf drei bauen äh, in zwei Quests. Oder jetzt in einer. Jetzt ist die nächste hier drin. Ähm, <laughs> genau. Aber das kann ich ja jetzt auch schon auch schon jetzt machen im Grunde. Und das hat dann wiederum zur Folge, dass der auch schneller die Sachen einsammelt. Und genau, dadurch äh, wird man einfach effizienter im Ablauf hier in dem St. Patrick's Day-Event. Andererseits kann man halt die folgenden Aufgaben auch noch weitere als die sechs oder auch die Manager auch komplett im Wiki finden. Aber man muss halt kein zusätzliches, keine, kein zusätzliches ähm, Fenster mehr öffnen, um diese Informationen zumindest für die nächstfolgenden Quests zu erfahren. Genau. Von daher sehr hilfreich, dieser St. Patrick's Day Info FOE Helfer teil. So, und ich glaube, sonst war es das. Hier steht auch, dass die Aktualisierung der Werte verzögert sein kann, aber wenn man es schließt und neu öffnet, dann wird es auf jeden Fall neu berechnet. Und da kann man dann das Ganze noch ein bisschen beschleunigen, falls man nicht so lange warten möchte. Allerdings ist jetzt diese Hilfe mit dem, die ich jetzt, oder diese, dieser Überblick, den ich über den, den St. Patrick's Day-Helfer jetzt gegeben habe, auch nicht mehr so wirklich hilfreich, weil das St. Patrick's Day-Event ja am Freitag dann auch zu Ende ist. Aber es gibt ja noch jede, andere, jede Menge andere Features beim FOE-Helfer. Und auch die können wir uns ja mal anschauen. Ich gehe jetzt wieder zurück nach A. Ich kann da jetzt vielleicht schon den nächsten Teil einsammeln. Genau, hier kann ich die Kuchenfabrik freischalten. Und auch den Festmanager. So, hier brauche ich auch einen. Naja, ob ich die Blumenfabrik jetzt ausbauen muss oder nicht, ich würde jetzt hier einmal einzahlen. Damit da ein bisschen mehr Einnahmen zustande kommen. Genau, jetzt ist der Flaschenhals wieder die Fabrik, aber ist jetzt gar nicht so ein großer Unterschied. Okay. Kann ich gleich mal zu dem Feature kommen, zu den Ereignissen? Denn hier unten liegt ein Ereignis bei mir rum, das ich noch nicht eingesammelt habe und es gibt ein FOE-Helfer. Feature für Ereignisse. Das ziehe ich mal ganz nach vorne. Das sieht so aus. Klein, aber fein. Und da drin findet ihr, welche Ereignisse aktuell einsammelbar sind. Ihr seht eine kleine Grafik davon. Kriegt eine Beschreibung, wo sich das Ereignis befindet und wie lange das noch verfügbar ist. Weil, wenn die Ereignisse, die können ja ablaufen. Wenn da die Zeit abgelaufen ist. Oh, Jockeltraut. Hallo Jockeltraut, danke dir für deinen Raid. Was hast du gespielt? Hast du noch das Hor Horrorspiel gespielt? Hallo Jockeltraut und hallo Jockeltraut Zuschauer. Schön, dass ihr da seid. Genau, ähm das sagt einem der fe helfer also welches Ereignis und wo es sich befindet und wann es weg ist. Aber damit hätte ich jetzt noch Zeit, aber das ist jetzt auch eins der auffälligsten Ereignisse. Dieses Mammut-Skelett, ähm, das man eigentlich fast nicht übersehen kann. Und es geringt zwei, zwei Forge-Punkte. Und was außerdem in diesem Ereignishelfer mit drin stehen kann, sind. Die Relikte, die man im Relikttempel einsammeln kann, und die falls man eine fliegende Insel hat, also die Relikte, die kommen ja nur, wenn man den Relikttempel hat. Und die kann man dann halt hier in der Gildenexpedition einsammeln. Die sind damit drin. Und falls man eine fliegende Insel hat, dann kann man auch sehen, wenn man ein neues. Ich weiß nicht, wie es heißt bei der fliegenden Insel. Wenn man so ein Ding zum Abholen hat in seiner seiner Kolonie. Genau, das steht dann auch in dem, in dem FOE-Helfer für die Ereignisse mit drin. Jockel war devot. Okay. Die erste Hälfte mega, die zweite Hälfte etwas enttäuschend von dem asiatischen Horrorspiel. Okay. Ja, dann äh, willkommen. Und hallo hallo P und hallo Marco. Willkommen im Chat. Wie heißt denn das Spiel? Ich ich schau, ich schau mal, ich schau mal bei dir in den Stream rein. Ist es ist es gruselig oder ist es nicht wirklich gruselig? Tut es nur als wäre es gruselig? Du hast nur den schlechten Anteil erlebt, Marco, ja? <coughs> Dings da von der Insel. Genau, die Dings da von der Insel. Falls man Dings von der Insel abholen kann, dann stehen die auch hier mit drin im FOI-Helfer-Ereignis. Ach, Devotion. Devotion. Okay, deswegen ist äh, Jockel auch so devot. Verstehe. Gute Nacht. Schlaf gut. Okay, das Gruseligste, was du je gespielt hast. Na, da bin ich ja mal gespannt, was das Gruseligste ist, was du je gespielt hast. Da schaue ich dann auf jeden Fall rein. In dein Video on Demand. Okay, dann gucken wir mal in, ins Nächste. Oder können wir hier, ja, können jetzt hier wieder was abschließen. Und jetzt müssen Kleeblätter gesammelt werden. Das dauert im Moment noch 294 Stunden. Und wenn man jetzt allerdings die Flaschenhälse hier beseitigt und die Fabriken ausbaut und den Festival Manager, dann seht ihr, wie die Zeit runtergeht. Jetzt dauert es nur noch 188 Stunden. Und je nachdem, wie stark die Gesamtproduktion an Kleeblättern ist desto schneller ist dann auch diese Quest abgeschlossen. Yes. Devöchen. So würde, so wurde ja so oder äh, so sagt Jockel das. Devöchen. <laughs> Eklig. Nicht gruselig, okay. Tja. Ist das der Sächsisch, der äh, der englisch-sächsische Akzent. Devilschen. Aber Jockel sechselt doch nicht wirklich. Da ist der, ist der Mo ein bisschen auffälliger, wenn man ihn hört. Ähm okay, nächstes, nächstes FOE-Helfer-Feature. Das waren die Ereignisse und der St. Patrick's Day-Helfer. Sechselt. Sechselt. Jockel sechselt nicht so sehr. Welches Feature soll ich als nächstes machen? Habt ihr einen Vorschlag, was ich mir als nächstes anschauen sollte? Ja. <laughs> Verrätst du ihn auch, Pi? Den Statistik-Button. Okay, also Angelika hat den Statistik-Button vorgeschlagen. Ich wechsle jetzt aber zurück, weil ich jetzt einmal in einer Welt die die ähm, Sachen mal klar haben will. Den Statistik-Button. Genau. Statistik-Button ist interessant und äh, ist auch ein, eine Sache, die ich gerne mag. Wobei, da wechsle ich vielleicht doch lieber in meine Hauptwelt. Oder nicht? Nee, lieber doch nicht. <laughs> Und äh, das ist ein sehr umfangreiches Feature. Auch, wo man diverse Sachen ablesen kann. Okay, jetzt haben wir gleich einige Vorschläge. Und dann werde ich das in der Reihenfolge machen. Statistikhandel und dann Gebäude Gebäude-Effi Dings-Berechnung. <laughs> genau. Okay, also. In der Statistik kann man hier auswählen, welches Zeitalter man betrachten möchte. Da ist üblicherweise eingestellt das aktuelle Zeitalter, in dem man sich selbst befindet, und das vorangegangene Zeitalter, weil das die Güter sind, die man üblicherweise braucht. Und ähm, das ist dann ja bei den Einheiten relativ irrelevant, aber da es eben auch Güterinformationen gibt, ähm, ist das eben die Voreinstellung. Und man kann hier. Das Ganze auch etwas. Ähm, ja, es, also es gibt halt den Filter hier, dass man sagt: Okay, äh, aktuelles, dann stellt es sich auf die Eisenzeit um, das aktuelle Zeitalter, in dem man gerade ist. Nur Zeitalter wäre dann alle Zeitalter anscheinend, aber keine Spezialgüter. Die letzten zwei ist die Voreinstellung. Dann geht auch alles, dann ist einfach alles angehakt. Auch die Spezialgüter, das sind jetzt äh, in dem Fall auch Münzen beziehungsweise ohne Zeitalter ist das wahrscheinlich oder Spezial weiß ich nicht. Münzen und Vorräte sind das jetzt hier in meinen Fällen auch und ohne, ja das ist ohne genau. Münzen und Vorräte und da ist auch sind auch die Diamanten, die Medaillen und das Tavernsilber dabei. Das ist glaube ich neu, dass die dabei sind. Ich weiß gar nicht, ob man jetzt noch filtern kann. Nee, kann man nicht. Also jetzt wäre natürlich interessanter, ähm, zum Beispiel die Diamanten genauer sich anzusehen, weil die Münzen und Vorräte sind ja jetzt nicht so wirklich interessant. Davon hat man halt eben viel. Man kann hier Sachen markieren und dann da reinzoomen, aber das zoomt nur in die Zeit, oder? Ne, da zoomt es auch hin, okay. Aber man kann jetzt, glaube ich, nicht das Ganze hier so auswählen. Okay, set Zoom. Ah, okay, doch es geht. Also wenn man einen Abschnitt in der Grafik markiert, dann kann man anscheinend auch hier ran zoomen. Und jetzt kann man ein bisschen besser einsehen, wie der Verlauf ist. Also, die, die Medaillen sind relativ konstant. Äh, die gehen relativ konstant nach oben. Die, die Diamanten sind relativ konstant. Und hier habe ich anscheinend irgendwas gekauft beim bei, mit, den, mit dem Tavernensilber. <laughs> Hallo. Josie. Josie ist auch da. Also der Glücksbächi-Song, der geht so. Ich möchte ein Glücksbächi sein, dreckig, feige und gemein. Und dann geht es irgendwie weiter. Hallo, Seleptheron. Mein Versuch, dich auszusprechen. Ähm okay. Genau, das zu den Gütern. Jetzt gehe ich mal wieder zurück, ohne Zoom. Und gehe auf das Aufschlussreichste, die, das aktuelle Zeitalter. Und es gibt hier zwei Ansichten für die Güter, einmal stündlich und einmal täglich. Und in der täglichen Ansicht hat man so ein bisschen den, den gröberen Verlauf über die letzten vielen Tage. Und in der stündlichen Ansicht halt wirklich nur... Also wirklich die allerletzten Tage, die letzte, die letzte Woche so ungefähr sieht man. Aber in der, in der täglichen Ansicht sieht man halt wirklich ähm, jetzt hier schon seit vier Monaten, wie der Verlauf ist. Und ihr könnt sehen, ich bin mit den Gütern hier auf jeden Fall ganz gut am Wachsen und kann mich damit auf jeden Fall ganz gut versorgen und muss nicht befürchten, dass mir die jetzt demnächst ausgehen. Aber man kann halt darin auch ablesen, wenn man jetzt einen besti bestimmten Gütermangel hat und dass es jetzt in manchen Zeitaltern vielleicht irgendwo abwärts geht und dann kann man schon mal dagegen steuern und dann irgendwie entsprechend was anderes bauen, irgendwie ein anderes Gebäude aufbauen oder sowas, Güterproduktionsgebäude oder sparen oder was ich was. Das gleiche gibt es auch für die Gildengüter. Und da sieht man dann eben die Gildenkasse, wie da der Verlauf ist. Da sehe ich jetzt hier in dem Fall gar nichts. Mach mal auf alles. Ist nichts drin, stündlich. Komisch. Muss man wahrscheinlich erstmal öffnen. Hier oben sind die Medaillen, die sind natürlich dann wieder far over, aber da kann ich jetzt auch mal diese beiden Haken abwählen. Und dann sieht man hier wieder relativ gut die Entwicklung der Güter. Und kann abschätzen, was knapp wird oder ja, wovon, man, wovon man genug hat. Man sieht auf jeden Fall hier zum Beispiel im letzten Abschnitt gehen die Superlegierungen nach unten von 10.000 auf 9.000. Das heißt, das könnte knapp werden mit den, mit den Superlegierungen. Das ist halt irgendwie, wenn jetzt beispielsweise in, der nächsten, in den nächsten ähm, Gildengefechten die Superlegierungen irgendwie einen. einen Kostenpunkt sind für die Belagerungslager, dann könnte es kompliziert werden, könnte es eng werden. Kann man schon mal ähm, in den Handelschat schreiben, wir brauchen dringend Superlegierung, spendet mal ein bisschen was oder sowas. Okay. Genau, das ist, ähm, sind die Güter, das sind die Gildengüter. Dann gibt es auch den Punkt Einheiten. Hier kann man sehen, wie viel Einheiten man produziert hat stündlich und auch das ganze wieder in täglich. In der täglichen Ansicht seht ihr ja also in stündlichen Ansicht die, die gibt nicht so viel her. Okay, ich habe hier anscheinend gekämpft, dann war wieder was verloren, aber die stündliche Ansicht gibt halt einen ganz guten Aufschluss darüber, wie denn so der Verlauf ist. Ob ich mehr von den Einheiten bekomme. Militärtrommler habe ich nicht viele. Felsschleuderer gehen mir bald aus. Da kann ich auch mal nur auf das aktuelle Zeitalter wechseln. Dann sind die Felsschleuderer auch raus. Weil man kämpft ja meistens mit den Einheiten des aktuellen Zeitalters und nicht der, dem des letzten. Und dann sehe ich halt, okay, die Ballisten sind eher knapp. Wäre vielleicht nicht schlecht, eine zweite Ballistenkarte zu stellen oder so. Helden kriege ich mehr. Naja, auf jeden Fall kann man damit relativ gut abschätzen, wie der Verlauf ist und wie viel Einheit man verbraucht. Und wenn man jetzt speziell beispielsweise bestimmte Einheiten sehr viel verwendet, dafür gehe ich jetzt dann doch mal in meine Hauptwelt. Dann kann man halt da ablesen, welche Kanzerne man vielleicht mal aufbauen sollte. Ich habe ja hier beispielsweise den Powerdrachen-Schießstand aktuell zu stehen bei mir. Und der produziert fleißig Powerdrachen für die Gildengefechte und das GVG äh, alle Zeitalter. Und da kämpfe ich halt meistens mit drei Powerdrachen und den Rest, dem Rest Agenten. Sehr frech, dreckig, feige und gemein sind die Glücksbärchis. Nicht frech. Okay, genau. Ähm, hier stelle ich mal eben die Produktion an für acht Stunden jeweils und dann muss ich hier mal das statistik suchen. Das ist mir auch abhanden gekommen. Da unten ist es. Und ich stelle das jetzt mal auf Einheiten. Und ihr seht, meine Agentenzahl steigt rasant. Ähm, also ich habe nicht wirklich Agentenprobleme im Moment. Und ähm, dadurch, dass ich halt immer Agentenverstecke zu stehen habe, ich bräuchte eigentlich nur eins werden aus meinem Alcatraz immer Agenten produziert. Das Gleiche geht, gilt hier für die Powerdrachen. Auch die steigen ziemlich gut, weil ich die Kaserne schon relativ lange zu stehen habe. Aber wenn man mal genau hinguckt oder vielleicht mal auf das aktuelle Zeitalter wechselt, dann sieht man zumindest hier für die Powerdrachen, dass es hier auch einen Moment gab, wo es eher abgesackt ist, wo ich doch ganz schön viel verbraucht habe. Weil ich, ich schließe jetzt mal den, den, äh, das Discord, weil, weil man das hier äh, die ganze Zeit sieht auf der Seite. Und das wollt ihr vielleicht nicht, dass eure Nachrichten gesehen werden? Ja, einen Moment. <laughs> wo ist das Discord? So, hier. Okay. Genau. Ähm, da gab es halt einen Moment, wo es abgesagt ist. Ich glaube, da habe ich dann sehr äh, oder deutlich intensiver... Die Gildengefechte gespielt und da ist es dann mal runtergegangen. Von der Einheitenmenge. Auch wenn man jetzt ohne Zeitalter. Ja, das reicht nicht mehr lange genug zurück. Also ich hatte, ich hatte die Agenten, ich kam halt irgendwie von 2000 Agenten. Und bin jetzt bei knapp 20.000. Genau, also Agentenproblem habe ich im Moment nicht mehr. Aber hier gab es zum Beispiel auch eine Zeit, wo es relativ stagniert war oder stagniert ist, weil ich da relativ viel GVG gespielt habe und dann eben auch sehr viele Agenten verbraucht habe. Und wo möglicherweise auch mein Alcatraz noch nicht auf Stufe 132 war, wo ich ja aktuell bin. Genau, okay. Ja. So, was gibt es noch beim Statistik Feature? Die Belohnung. Auch das ist wieder noch mal ein ganz eigener Bereich, der dann anders funktioniert als die andere Übersicht. Man hat ein Tortendiagramm. Und hier kann man umschalten zwischen den verschiedenen Spielfeatures, was man da an Preisen bekommen hat. Im Moment ist die Gildenexpedition eingestellt und man kann halt jetzt hier sehen, was ich seit letzten Dienstag in der Gildenexpedition gewonnen habe. Und ihr seht äh, beachtlicherweise, dass ich schon viermal 100 Forgepunkte gewonnen habe. Also ich hatte äh, großes Glück, was die Forgepunkte betrifft. Das ist normalerweise nicht so. Man kann jetzt hier auch auf alle stellen und dann sieht man auch ein eher realistisches Bild, wo jetzt die 100 Forge-Punkte, wo sind sie? Hier. Genau. 37 Mal habe ich die bekommen. Ich bin jetzt nicht sicher, ab wann das zählt. Aber das ist dann, dann tatsächlich auch statistisch ungefähr der Wert. Um, wie groß die Chance ist, dass man 100 Forgepunkte bekommt, wenn man denn ein entsprechendes Relikt hat, das die Forgepunkte enthält. Oder generell, wenn man ein Relikt hat. Ich glaube, das äh, unterscheidet hier nicht nach, den, nach der Art des Relikts. Genau, also im Moment ist es bei mir 6,6% meine Chance, dass ich 100, 100 Forgepunkte bekomme. Und äh, ich hatte die jetzt ein bisschen über... <laughs> Habt ihr jetzt die Prozentzahl ein bisschen überschritten. Ob ich direkt zum Jupiter werde, das weiß ich noch gar nicht so genau. Ich werde auf jeden Fall warten, bis ähm, eine Gag startet. Oder und eine ähm, und ein neues, eine neue GG-Saison startet. Bevor ich das Zeitalter wechsle. Okay, aber hier kann man nicht nur die Preise der Gags einsehen, sondern man kann auch die Preise der Ereignisse einsehen, die man so aufgesammelt hat. Die Preise sehen, die man gerade im aktuellen Event bekommen hat. Ist jetzt nicht so besonders aufschlussreich in dem Fall. Äh, seit Dienstag, vielleicht sollte ich mal auf alle schalten. Genau, da sieht man mehr. Glühbirne. Ja, das geht dann auch über alle Events. Vielleicht die letzten 30 Tage, genau, dann geht es nur um, um, um das St. Patrick's Day Event. Und dann kann man hier sehen, okay, drei Auswahlkits für den Druidentempel habe ich bekommen. Zweimal 100 Güter. Ähm, zweimal die Schildschwacht auf Stufe, Stufe 1. Zwei Wunschbrunnen. Auch, genau, da werde ich die zwei Wunschbrunnen her haben, die ich auch auf A bekommen habe. Und auch in den Gildengefechten sieht man die Preise. In der PvP-Arena, was man in der Kriegsbeute hatte, apropos, die kann ich einsammeln. Ähm, ja gut, äh, das war jetzt gar nicht das. Ne? Die Kriegsbeute ist ja ist ja das, was die Burg abwirft. Also hier der zweite Effekt oder der erste Effekt. Das hier ist äh, ist die Kriegsbeute. Also was man hier gewinnt aus der Burg, wenn man Kämpfe macht und dann die diplomatischen Geschenke ist dann eben das, was man gewonnen hat, wenn man Verhandlungen macht hier ist gerade zufällig auch einer Verhandlung soweit fertig ich schaffe jetzt auch gar nicht die Burg Punkte hier alle abzuholen heute aber gut genau jetzt kommen hier einmal 10 Forge-Punkte dazu für die in der Statistik also in diesem Statistik Tool kann man wirklich extrem viel einsehen das gleiche dann eben auch für die Scherben, die man in der kulturellen Siedlung dann abholen kann. So, die man dann die Insel hat, die fliegende Insel. So, und dann gibt es noch die Punktestände der Spieler in den Gildengefechten. Das gibt es als Liniendiagramm, das ist es glaube ich ein bisschen äh, anschaulicher. Und da kann man halt sehen, wie sich die Punkte so entwickelt haben bei den verschiedenen Spielern. Genau. Ich glaube, das Liniendiagramm ist dann am anschaulichsten. Und man kann das Ganze auch noch exportieren als äh, Comma Separated Value oder als Excel oder als Data Table. Weil die Data Table, die wird hier unter angezeigt. Anscheinend. Wie funktioniert das? Hm. Keine Ahnung. Man kann sich das als Vollscreen auch noch anzeigen lassen. Ja, also ein sehr umfangreiches Feature. Das, kann man, das Ganze kann man auch für die Gildengüter exportieren. Ja, also, wenn man das jetzt hier als Excel exportiert, dann kann man halt sehen, okay, wie entwickeln sich die Gildengüter, ähm, kommt man mit den Gildengütern hin, über die Saison in den Gildengefechten und so weiter und so fort. Genau, also eigentlich ein recht übersichtliches Feature und für die, insbesondere für die Gildenleitung, was die Gildengüter betrifft, ähm, ganz hilfreich. Und für einzelne Spieler ähm, ist es, glaube ich, ganz interessant, eben was die Einheiten betrifft oder ob man mit den persönlichen Gütern ganz gut klarkommt. Genau, okay. Dann schaue ich jetzt mal wieder hier rein und gucke, wo ich jetzt hier weiterkomme. Das mal aus. Das. So. Okay. Das ist jetzt hier relativ... So, jetzt kann ich hier auch schon wieder 8 Stunden Produktion anmachen, weil es ist ja schon bald 0 Uhr. Willkommen zurück, Seekert. Okay, soviel zum Gildenfeature. Jetzt muss ich gucken, was ihr als nächstes geschrieben hattet: den Handel. Äh, nicht zum Gildenfeature, sondern zum Statistikfeature. Als nächstes der Handel. Gut, schaue ich gleich rein. Nur noch eben. Das wieder abholen, so dass ich da vorankomme. Okay. Gut. Der Handel, sagt ihr, der Handel ist hier. Den kann man jetzt nicht öffnen, weil man dazu erstmal den Markt öffnen muss. Das heißt, ihr geht aufs Handelsfenster und dann wird dieser Button vom, hat halt vorher einen roten Rahmen gehabt. Kriegt jetzt einen grünen Rahmen und jetzt kann man das öffnen. Und hier kann man alle Handel sehen. Also man sieht jetzt nicht nur die Handel, die jetzt aktuell auf dieser Seite angezeigt werden, sondern man sieht hier direkt alle Handel. Und äh, damit kann man halt ein bisschen besseren Überblick gewinnen, ähm, was es so für Handelsangebote gibt. Man kann hier auch verschiedene Filteroptionen benutzen. Man kann auswählen, was man haben möchte. Wenn ich jetzt beispielsweise ähm, sehe, ich habe wenig Holz. Ich habe einen Holzbedarf. Dann finde ich jetzt hier zum Beispiel schon zwei Angebote Marmor gegen Holz. Und jetzt könnte ich halt auch äh, abwählen dass das von Freunden oder von Nachbarn nicht angezeigt wird. Und dann fällt es leider raus. Tja, denn dies ist ein Freund offensichtlich, der dieses Angebot drinnen hat. Und den Filter kann ich jetzt natürlich auch hier nutzen. Ich brauche äh, Holz. Oh, Holz. Genau. Allerdings ist das das Angebot und ich habe ja selber Bedarf an Holz, dann muss ich jetzt das hier nehmen. Also es steht halt nicht dran, das ist halt auch schon mal wieder ungünstig. Okay, und dann finde ich jetzt hier auch die Angebote von Luran. an. Ach so, oh ja, dann packe ich es nach hier. Da ist ja das, ist ja der, ähm, die Kamera davor. Genau, da hast du recht. Danke für, für, für den Hinweis. Genau, also man, man kann mit dem Filter hier das gleiche erreichen. Man weiß jetzt aber an der Stelle noch nicht, handelt es sich jetzt hier um einen Nachbarn oder einen, ähm, einen Freund? Das sehe ich jetzt hier, wenn ich Freunde anhake, abhake, dass es ein Freund ist und kein Nachbar. Ähm, aber. So oder so müsste man jetzt einen Fortschritt draufzahlen, wenn man das Angebot annehmen möchte. Genau. Man kann hier auch ähm, diese Fairness-Haken auswählen. Ähm, dann findet man beispielsweise auch ja, unfaire Angebote oder faire Angebote, wie gesagt. Ähm, da bräuchte ich jetzt aber ein Beispiel. Müssen wir mal gucken. Okay. Weinstein kommt dazu, aber... Das ist jetzt relativ schwer. Ah ja, hier sieht man zum Beispiel einen... Angebot, ähm, wo Schießpulver gegen Algen gehandelt wird. Das wird jetzt hier beispielsweise als nachteilig gewertet, denn ähm, die, die Algen kommen ja aus der Zukunft und das Schießpulver aus dem späten Mittelalter. Das sieht man halt hier auch, wenn man mit der, mit der Maus drüber fährt. Dann sieht man, aus welchem Zeitalter die Güter sind. Das sieht man hier allerdings auch. Gut. Okay. Ja, also ich handle sehr ungern, muss ich sagen. Und habe das Feature bisher auch eher als nervig empfunden. Deswegen habe ich es mir noch gar nicht so speziell angeguckt. Man kann hier auch den Haken setzen, nur akzeptable Angebote. Aber das ist ja im Grunde das gleiche wie der hier. Der dann alle rausfiltert, wo man die Waren gar nicht hat. Genau. Lohnt sich für Nebenwelten, okay? Genau, und auch eine minimale Menge und eine maximale Menge kann man angeben. Also ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, minimal ist 200, maximal ist 500 und dann wird hier entsprechend auch gefiltert. Jetzt wundere mich, ich mich allerdings, warum der Kaffee angezeigt wird, wo der doch bei 100 liegt. Vielleicht funktioniert es nicht so hundertprozentig. Also sowohl das Papier sind 100, als auch der Kaffee. Komisch, dass da dann der in, in die Menge fällt. Vielleicht addiert es die zusammen. Wenn ich jetzt 200 an 1 mache. Nö. Naja, okay. Also so ganz äh, 100% funktioniert er nicht. <laughs> Aber... Ist auf jeden Fall, bietet auf jeden Fall mehr Filterangebote als der normale Markt. Und von daher ähm, lohnt es sich, denke ich, auch diesen, diese Marktübersicht zu verwenden. Insbesondere wenn man selbst viel handelt oder selbst sogar ein Händler sein äh, ist. Genau. Okay, Angelika, dann wünsche ich dir eine gute Nacht. Schlaf gut. Schön, dass du da warst. Genau, okay. So, mehr würde mir jetzt aber auch zum, zum Marktübersicht nicht einfallen. Was interessant wäre... Naja, vielleicht kann ich das hier noch... Äh, da hier könnte ich, könnte ich noch drauf eingehen. Denn es zeigt ja hier noch an, ob man im gleichen Zeitalter handelt, ob man rauf handelt oder ob man runter handelt. Das kann man hier auch noch auswählen. Genau, das ist auch netter Filter. Ähm, allerdings, wo ich, also was ich jetzt nicht einschätzen kann, was ihr vielleicht wisst, was ihr vielleicht als Information nachreichen könnt, ist, wie diese Bewertung funktioniert. Was wird als vorteilhaft angesehen? Was ist fair bei niedrigem Lagerbestand? Was ist fair? Und was ist nachteilig? Also die Grundeinstellung war, glaube ich, dass die oberen, vier, äh, oberen drei Häkchen gesetzt sind und der Nachteilige nicht. Tyrawa, auch dir eine gute Nacht. Schlaf gut und äh, freue freu mich, wenn du morgen zu Ende schaust. Oder weiter. Genau. <laughs> Also falls ihr, falls ihr das genau wisst, äh, was hier jetzt vorteilhaft bedeutet, was fair bedeutet oder fair bei niedrigem Lagerbestand oder nachteilig, dann sagt es gerne. Auch das kann man hier wieder exportieren als CSV und als JSON. Ist interessant, ist ein bisschen inkonsistent, dass jetzt hier zum Beispiel kein Excel angeboten wird, aber stattdessen JSON. Gut. Ist aber auch nicht so. Wild. Da muss man eh sich mit ein bisschen mit Daten auskennen, ähm, um mit diesen Export, exportierten Informationen was anzufangen. Ich kann es euch ja mal kurz zeigen. CSV wird jetzt hier bei mir tatsächlich auch im Excel geöffnet. Und ähm, genau, jetzt sind halt diese Angebote hier im Excel zu sehen. Kann man halt. Eventuell was mit anfangen. Ist ja auch nichts anderes als, als das, was hier schon steht. Gut. Okay. Hm. Pi schreibt: Vorteilhaft bedeutet, er filtert dir die Sachen raus, wie du gibst Bronze und bekommst Jahrhundertwende, Venus, etc. Danach suchst du immer. Okay. Ähm, ja, dann gucke ich mal. Was ist denn hier vorteilhaft? Also ich kann beispielsweise, aber nur akzeptable, dann sieht es schon schlecht aus. Ich kann zum Beispiel Astro gegen Venus. Das überspringt halt ein paar Zeitalter. Ne? Hoch. Jetzt ist mir mein Pi ist so klug. Ja, das ist, äh, ist natürlich cool. Das ist natürlich auch cool. Man kann hier auch Glas aus dem Hochmittelalter. Spätmittelalter, naja, das ist jetzt vorteilhaft, weil es keine 2 zu, kein 2 zu 1 Handel ist, ja, weil man im Prinzip mehr Güter aus dem späten Mittelalter bekommt für weniger Einsatz, weil man nicht 400 Güter aus dem Hochmittelalter bezahlen müsste. Genau, ja, ist schon ganz nett auf jeden Fall. Gold wiederum ist frühes gegen spätes Mittelalter hier. Auch interessant. Ja. Und wenn man dann kein Forge-Punkte-Problem hat, sondern zu viele Forge-Punkte, wie ich ja jetzt zum Beispiel auf A habe, dann kann man mit den Forge-Punkten ja dann auch ähm, relativ gut die Handel annehmen. Kann man sich äh, als Händler engagieren. Okay, gut. Dann mache ich hier noch kurz weiter. Zack. So, das würde jetzt hier relativ lange dauern, deswegen mache ich wieder die Manager und die Werft weiter. Im Ausbau. Dann einmal kurz rüber nach Feldrangier. <laughs> ja, das stimmt. Die Großen brauchen Niedriges für ihre Gildis, das ist wahr. Oder für ihr, ihr GVG. Okay. Und hier auch die 8-Stunden-Produktion an. Und die restlichen forge noch ausgeben. Zack. Und jetzt ist gleich nach 0 Uhr und dann kann man die letzte Quest abschließen die im St. Patrick's Day Event anfällt. Okay. Ja, auch ein nettes Feature. Wurdest du aus der Rossi Gilde geklickt, gekickt? Diamantrex? In Nebenwelten. Muss halt aktiv sein, ne? So, okay. Dann. Äh, der. Das letzte war das. Gebäude-Effizienz-Berechnung. gebäude -Effizienz berechnung Da würde ich jetzt auch auf die Hauptwelt wechseln. Okay. So, also, Ereignisse nach oben und äh, würde ich mir hier noch das nach oben schieben. So, Gebäudeeffizienzberechnung habe ich ein bisschen weiter unten. Wo ist sie? so weit unten auch wiederum nicht da. nee das ist die Stadtübersicht da okay das mit den Pfeilen ist es. mit den Gütern und den Pfeilen hoch und runter so Gebäudeeffizienzberechnung ich weiß nicht was ihr hier eingestellt habt ich gehe mal auf meiner ich gehe mal auf eine andere Welt <laughs> Ein paar Wochen muss man dann schon inaktiv sein, bis man gekriegt wird. Hallo Mo, guten Abend. So, jetzt ist die Quest da. Die letzte Event-Quest: Güter sammeln und Gebäude motivieren oder Tavernensilber sammeln oder Gebü Gütergebäude des Zeitalters errichten. Also, alles kein. Keine große Schwierigkeit für den letzten Tag. Kriegt man gut hin. Hier muss ich noch 20 Güter in die Gildenkasse spenden. Das mache ich mal eben noch, bevor ich das noch vergesse. Und dann werde ich nochmal mit Forge-Punkten überworfen. Die ich da zumindest auch nicht mehr investieren kann. Ich schaue mal, ob ich beim Harley noch ein paar reinlegen kann. Das ist gut, ja. Okay. Okay. So. Ähm, ja. Das nächste... Thema wäre die Gebäudeeffizienzberechnung. Genau. So, dann können wir mal vergleichen. Ich habe offensichtlich hier ein bisschen dran rumgestellt. Sachen deaktiviert. Das ist die, das ist die Standardeinstellung. Und ich habe es mir so eingestellt. Ich habe die Münzen, Vorräte, Medaillen rausgenommen, Gildenmacht rausgenommen, Bevölkerung, Zufriedenheit und Angriffsboni und Verteidigungsboni für die verteidigende Armee, weil die für mich irrelevant sind, alle, um die Effizienz eines Gebäudes zu bestimmen. Also, der Rest den also, das ist wahrscheinlich auch für wirklich viele irrelevant, um, den, um, um den, die Effizienz zu bestimmen. Ähm, selbst für den FOE-Helfer ist es irrelevant, da viele dieser Werte auch einfach eine Null drinstehen zu haben im, im Standard, wie ihr hier schon sehen könnt. Aber das hier hat tatsächlich äh, ganz gute Bewertungen sogar. So, und ihr könnt jetzt hier an den Zahlen. Veränderung vornehmen, wenn ihr vielleicht für euch eine andere Einschätzung habt, was die Fortschritte betrifft. Also wie, wie wichtig euch die Fortschritte sind. Und es bezieht sich halt immer auf die Tagesproduktion je Feld. Das heißt zum Beispiel, wenn man jetzt mal vom Schrein des Wissens ausgeht, der braucht. Vier, oder hat eine Größe von vier Feldern und produziert einen Forge-Punkt auf Stufe 1. Das heißt, er hätte eine erwartete pro Tagesproduktion für, pro Feld von 0,25. Das heißt, es wiederum, dass er hier wahrscheinlich keinen Punkt gewinnen würde in der Rangliste. Was die, genau, was die Bewertung angeht. Das kann man hier leider nicht sortieren. Das ist ja komisch. Interessant, dass jetzt der, das Effizienteste unten steht. Oder? Ich dachte, das kann man sortieren. Okay. Genau, und da müsst ihr halt für euch selbst irgendwie die richtige Einstellung finden, was aus eurer Sicht effizient ist. Ich habe halt so ein bisschen damit rumgespielt und dementsprechend die Werte hier hoch und runter gesetzt, je nachdem, für wie wichtig das, ich das Ganze halte. Und für mich kommt dann am Ende bei raus, dass für mich die Schildwachten das effizienteste Gebäude sind. Es ist aber nicht, bei, nicht nur bei mir so, es ist, glaube ich, bei vielen so. Ähm, danach folgen Gebäude, die man auch nur einmal kriegen kann. Das sind die aus den kulturellen Siedlungen: Yggdrasil, Sonnentempel, Königliches Badehaus. Was jetzt fehlt, ist der Mughul-Tempel. Ich weiß nicht, ob der fehlt, weil der noch nicht eingepflegt ist in dieser Liste. Weil ich würde annehmen, dass der. Dass er da auftauchen müsste. Oder? Der hat halt nur hat halt nur Forge-Punkte. Hier ist der mogultempel Hier. Okay. Der ist relativ schlecht bei mir gerankt, weil er nur Forge-Punkte hat. Genau. Aber er ist schon auch ziemlich gut. Also, und wenn ich wenn ich mich Ehrlich mache, müsste ich eigentlich die, den Wert für Forge-Punkte hochstellen, dass es einen höheren Wert für mich hat. Denn gerade in der letzten Saison, jetzt in der genau, gerade in der letzten Saison habe ich jetzt nicht besonders mit Aktivität in den Gildengefechten geglänzt. Also für meine Verhältnisse. Ich habe halt nur knapp an die 600 Kämpfe gemacht. Genau, und sonst war ich meistens so zwischen 2 und 3.000. Okay, und wenn man weniger kämpft, dann steigt natürlich auch der Wert von Forgepunkten, was die Effizienzberechnung angeht. So, Siegert schreibt zum Beispiel, er hat eine Einstellung von allem außer Forgepunkten auf 1.0. Glückwunsch, Alec. Du meinst wahrscheinlich, du bist fertig mit der mit der Event Quest für, den, für St. Patrick's Day Event, oder? <laughs> ja. Genau, also siegard hat auf 1-0 gestellt, die forge Punkte. Den Angriff auf 0,5 und die Verteidigung auf 2,5. Auf 2,5, das ist ganz schön, ganz schön hoch. 2,5 bei der Verteidigung. Okay, genau. Also man kann jetzt hier beispielsweise auch die Güter komplett rausnehmen, dann gehen die halt gar nicht in die Effizienzberechnung ein oder die Gildengüter oder die Einheiten. Aber ich finde es jetzt auch nicht verkehrt, wenn man Gebäude hat, die das eben auch noch produzieren können. Deswegen habe ich so ein bisschen, bisschen da auch drauf, drauf gesetzt, allerdings, also bei, bei Gildengütern und Gütern, allerdings ähm, nicht sind die nicht so ausschlaggebend, weil ein Gebäude wird halt als mehr oder weniger also für mich wäre ein Gebäude 100% effizient in, in, also wenn man nur die Güter betrachten würde, wenn es pro Feld fünf Güter produziert. Also beispielsweise so eine Art ähm, so eine Art Schildwacht, die fünf Güter, Güter produziert. Und sonst nichts. Das wäre dann, dann wäre dieses Gebäude ein, ein ähm, würde dieses Gebäude 100% bekommen, denke ich. Wenn ich das richtig verstehe. Kann man ja auch mal ähm, ausprobieren. Kann ich ja hier in der Nebenwelt mal mit rumspielen. <laughs> Gebäudeeffizienzberechnung. Was haben wir denn hier? Wir haben zum Beispiel den festlichen Kanal. Der liefert 38 Medaillen. Dann würde ich jetzt mal hier alles ausstellen, außer die Medaillen. Dann hat das hier alles keine Bewertung mehr. Auch die Medaillen nicht, weil die ja bei 0 sind. Und damit nicht in die Bewertung eingehen. Und wenn ich jetzt hier 38 eintrage, dann müsste mir eigentlich der festliche Kanal in die Bewertung eingehen. Genau, der hat aber nur 4% jetzt. Ach so, pro Feld. Klar, pro Feld. Dann muss ich jetzt hier die 38 noch teilen durch die äh, Anzahl der Felder, die der festliche Kanal hat. Das sind 6 mal 4, also 24. Also 38 durch 24. Dann sind wir bei 1,583 Periode. Stelle ich jetzt mal ein. Geht natürlich nicht, aber 1,583 Periode. Mache ich mal so. Und dann sehen wir, der festliche Kanal nähert sich den 100% an. <laughs> 1,584 müsste ja dann schon über, über 100% sein. Nee, ich habe mich verrechnet. 6 mal, 6 mal 4 sind doch 24. Komisch. Naja, aber es ist ungefähr das. Vielleicht geht da noch ein bisschen was anderes an Informationen ein. In die Effizienzberechnung. Oder ich habe mich irgendwie leicht vertan, aber eigentlich muss ich doch Muss ich doch die. Genau, muss ich doch die 38 äh, Medaillen dann gegen äh, durch die. Oder das ist äh, aufgrund von Rundungsfehlern nicht, nicht ganz gerade. Die Straße. Ah ja, die Straße. Guter Tipp, äh, Siegert und Waldhardt und Samson. Hallo noch an Samson und an Waldhardt. Äh, schön, dass ihr auch da seid. Das äh, ist richtig. Die, die Straße wird wahrscheinlich auch mit einbezogen sein. Ähm, und von daher ist die, das Ergebnis nicht ganz 100%. Richtig. Genau, und wenn ihr natürlich dann ähm, weniger, weniger ähm, Sachen angebt, die dann in die Berechnung mit einfließen, dann wird es auch ein bisschen nachvollziehbarer. Es ist relativ oder es ist einfacher nachvollziehbar, ähm, wie das zustande kommt. Also hier die Effizienz von, ich, ich sagte ja schon, von ähm, einem Schreiben des Wissens ist eigentlich 0,25, weil ein Forgepunkt auf vier Feldern. Aber die Straße, die zieht anscheinend hier dann nochmal 0,5 ab. Und dadurch ist der Schrein des Wissens bei 0,2 direkt bei 100 Prozent. Genau. Ja. Gut. Ja, das ist der Einblick in, den, in die Effizienzberechnung. Definitiv auch ein äh, cooles Tool womit man sich dann auch seine Stadt noch mal im, De <laughs> im Detail angucken kann, ähm, Wenn man jetzt beispielsweise auf der Suche ist nach Platz für das neue Eventgebäude. Also dann kann man sich hier entsprechend sein, seine Gebäudeeffizienz muss man sich halt vorher kor korrekt oder für seine eigenen Bedürfnisse konfigurieren. Und dann kann man halt gucken, okay, was ist denn jetzt hier nicht gut? Was kann ich dann jetzt hier rausschmeißen, um vielleicht das neue Eventgebäude auf dem Platz aufzubauen, der dann frei wird? Und dann kann man seine Effizienz, seine Stadteffizienz halt Schritt für Schritt, für Schritt, für Schritt verbessern. Genau. Also insofern auch ein sehr hilfreiches Tool. Mir wird zum Beispiel die Silbertrophäe empfohlen, dass ich die löschen soll. Wo ist denn die Silbertrophäe? Mal genau gucken. Neben der Terrakotta-Armee. Terrakotta-Armee, da. Da ist die Silbertrophäe, aber die Silbertrophäe will ich ungern löschen, weil die mir 2,176 Millionen Rein Punkte bringt. Deswegen steht die noch. <laughs> genau. Deswegen steht die noch. Und der Schlitten, die Schlittenbauer stehen bei mir, weil die produzieren ähm, Güter aus der arktischen Zukunft. Ja. Aber ich habe jetzt auch nicht direkt einen Platzmangel. Deshalb... Ich habe noch relativ viel, was ich, was ich umbauen möchte. Eigentlich. Okay. Das Tool ist super, wenn man es versteht. Richtig. Also man muss, man muss halt schon wirklich die Einstellungen entsprechend äh, gut vornehmen, dass man, dass man für seine persönlichen Bedürfnisse ähm, dann eine Effizienzberechnung hat, mit der man arbeiten kann. Wo man dann Sachen löschen kann und statt dessen aufstellen kann. Ja. Okay. Ist aber ein Feature, was man relativ selten verwendet. Ja. Okay. Gut. Dann würde ich noch eins machen. Noch ein Tool. Wenn ihr noch eins von den verschiedenen Tools des FOE-Helfers euch anschauen schauen wollt, dann sagt mir bitte, macht mir bitte einen Vorschlag, dann mache ich das, was als erster, erster Vorschlag kommt. Sonst antworte ich jetzt erstmal auf den Chat. Äh, Mo, ich bin auf A, B und nee, A, D und F fertig. Mit, den, mit der Event-Quest-Reihe und habe auch die, äh, das Eventgebäude voll, voll ausgebaut. Ich habe es allerdings nicht auf der Classic-Welt geschafft, auf Ozeria, was aber nicht so schlimm ist, weil es ja die Classic-Welt ist, da könnte ich das Eventgebäude eh nicht aufbauen und auch nicht auf Walstrand, weil das halt die Spielwelt ist und ich mich da so nicht drum, richtig drum gekümmert habe. Okay. So. Pi möchte gerne noch einen Stadtbesuch haben und Sikat hat die LG-Investitionen hat die LG vorgeschlagen. Dann können wir, gucken wir uns erstmal noch die LG- Investitionen an und wenn es dann noch nicht allzu spät ist, dann machen wir noch Pis Stadtbesuch. Pi, du musst mir noch sagen auf welcher Welt du den Stadtbesuch haben möchtest? So, ähm. Ähm, ähm, ähm. Ja. Meinst du jetzt eigentlich den Eigenanteilsrechner? Oder meinst du LG-Investitionen? Wahrscheinlich meinst du LG-Investitionen. <laughs> okay, genau. Du meinst LG-Investitionen, weil das heißt LG-Investitionen. Gut, dann schauen wir uns die LG-Investitionen noch an. Und die ist tatsächlich jetzt hier für meinen Fall nicht besonders aussagekräftig, weil ich schon sehr viele Gebäude auf einem sehr hohen Niveau ausgebaut habe. Zumindest auf dieser Welt. Schauen wir mal in einer anderen Welt. Ich würde mal sagen: auf Feldrangier. Genau. Thailand. Dann machen wir den Stadtbesuch vielleicht heute nicht mehr, Pi. Okay, ähm, LG Investition. So und hier ist es ein bisschen, ein bisschen klarer. Okay, also so. Man kann hier einstellen, wie die Förderung läuft. Die Gildeninterne. Man kann es umstellen beispielsweise auf 92 Prozent oder eben auf 90. Also wenn, wenn die Gildeninterne Förderung mit, mit 100er, äh, 100er Alkas läuft, dann kann man es halt auf 92 umstellen oder auf, keine Ahnung, 96, wenn sie mit 140er Alkas läuft. Und dementsprechend gehen dann hier die, ändern sich hier die Tage. Aber in den meisten Fällen wird es wahrscheinlich eher eine 80er-Arche sein. Und in dem Fall schlägt es vor, als nächstes die Burg auszubauen. Worum geht es hier? Es geht um die Forge-Punkte produzierenden Gebäude. Und die werden im Vergleich dargestellt. Und es sagt aus, wenn, man, wenn ich die Burg aufstellen würde und sie auf Stufe 2, stufe 5 ausbauen würde dann würde sie sich nach 192 tagen amortisiert haben das heißt nach 100, 192 tagen wäre das was ich an legendären äh, was ich an forge punkten investiert habe in die burg um sie auf stufe 5 auszubauen wieder drin man kann jetzt diesen reiter hier auch ausklappen und sieht dann, wie schnell sich das amortisiert, wenn man eine bestimmte Stufe erreichen möchte. Beispielsweise, wenn man die Burg bis auf Stufe 58 ausbaut, was der vorletzte Punkt ist, wo es nochmal einen weiteren Versuch gibt, dann würde es äh, 384 Tage dauern, bis man eben äh, die Fortschritte wieder rein hat, die man dafür ausgegeben hat. Ja, Alkas. Alkas, Archen. Ich, es geht natürlich um Archen. Okay. Ähm, man kann hier auch die FP-Kosten für die Güter beispielsweise noch rauslöschen, wenn man die Güter beispielsweise in der, in der Gilde geschenkt bekommt, wie es jetzt beispielsweise bei uns der Fall ist. Ich sage es schon wieder ganz viel beispielsweise. Ähm, die ist ja, die sind jetzt hier halt so ein, so ein Schätzwert, ja. So, wenn man das jetzt mal vergleicht, wie gesagt, ähm, Bokimiji auf, auf ähm, 58 würde halt nach 384 Tagen amortisiert sein. Innovation Tower auf 55 wäre schon nach 344 Tagen amortisiert. Also mal so als... Oh nee, ich, ich habe mich verguckt. Hier ist der Innovation Tower. Aber jetzt schlägt, der schlägt gleich eine, einen Ausbau auf Stufe äh, 65 vor. Weil es einen graduellen Anstieg gibt. Der ist natürlich bei, eine, bei einer früheren Stufe auch schon früher amortisiert. Allerdings äh, gibt es halt hier keine, keine, sch, ähm, keine so großen Sprünge wie bei der Bokimeji oder beim Weltraumfrachter. Deswegen wird es eher graduell angezeigt und dann wird hier eben der äh, Punkt angezeigt, wo er wahrscheinlich am effizientesten ist. Und das ist die, ähm, das ist die ähm, Stufe 65. Und bei Cape Canaveral ist es anscheinend die Stufe 61 der effizienteste Punkt. Genau. Ja, und ähm, daran seht ihr im Prinzip, ähm, wenn ihr jetzt darauf ausseid, dass ihr Forge-Punkte ähm, produzieren wollt, welche eurer legendären Gebäude sich am ehesten lohnen, ähm, sie weiter auszubauen. Und ihr seht, für mich lohnt sich am wenigsten, den Relikt-Tempel auszubauen weil der schon sehr weit ausgebaut ist einerseits und eben die Wahrscheinlichkeit, da einen Forgepunkt zu bekommen, so klein ist, dass die Ausbaukosten jetzt, die ich jetzt in der, ähm, die ich jetzt hier hätte, sich erst in äh, über 2400 Tagen wieder eintragen würden. Genau. Nee, dieser Rechner kann nicht zum Snipen benutzt werden. Mo, das ist ein anderer Rechner. Genau, den Eigenanteilsrechner, das kann sein. Ähm, genau, der hier. Der kann sowohl zum Selbstfördern als auch zum Snipen benutzt werden. Das ist richtig. Okay. Die Burkimedji steht bei dir bei 40.000 Tagen. Bei mir steht sie auch bei 41.608 Tagen jetzt. Nee, ich verstehe nicht, was du meinst. Das Automatisieren. Das äh, Automatisieren. Das Bezieht sich laut meiner Stadt auf den Unterschied zwischen der aktuellen Stufe und der vorgeschlagenen Stufe? Äh. Nee. Komme ich gerade nicht mit. So, man kann jetzt hier auch wiederum filtern, kann man sagen, man will die Gebäude, die man nicht gebaut hat, ähm, nicht anzeigen lassen weil man die vielleicht aus einem bestimmten Grund nicht bauen will. Und man kann auch auf die Güterproduktion gehen oder auf den Angriffsbonus. Allerdings sind die Forge-Punkte halt immer mit drin. Was ja logisch ist, weil es sich ja nur gegen... Forge Punkte gegenrechnen kann. Aber das verstehe ich jetzt, ach so. Wenn es einen Angriffsbonus bringt, dann gibt es halt quasi einen <laughs> gibt es halt quasi gibt es einen einen ähm, einen Bonus von 5% auf ein Fp oder was? Genau, okay. Na ja, kann man kann man machen. Ähm dann differenziert sich das nochmal ein bisschen mehr aus. Und dann findet man die Gebäude, oder sind halt die Gebäude schneller amortisiert, die dann eben zusätzlich zu, ähm, zu den Fortspunkten auch noch Güter herstellen, was auch wieder die Bokimeji ist in diesem Fall. Der Angriffsbonus spielt ja hier keine Rolle. Aber wenn man jetzt beispielsweise die, den Angriffsbonus berücksichtigt, aber nicht die Güterproduktion. Dann rutscht wahrscheinlich die. Naja, in einer Stadt, wo das Castle de Monte noch nicht ausgebaut ist, würde die, das Castle de Monte, glaube ich, dann ähm, hochrutschen. Können wir gerade mal gucken. Wenn wir hier den. Na, wo ist er denn jetzt? Okay, also jetzt ist das Castle Del Monte das drittschlechteste und wenn ich den Angriffsbonus berücksichtige, dann rutscht es vor. Genau, dann ist es hier, weil es eben zusätzlich zu den Fortspunkten auch noch Angriffsbonus gibt. Es ist jetzt aber keine direkte oder kann man jetzt nicht so direkt als Amortisierung bezeichnen. Man gibt dem einfach dann einen Bonus, weil man noch einen anderen Wert in dem LG sieht. Deswegen dauert es natürlich trotzdem äh, die Zeit ohne den Haken, bis sich das tatsächlich rentiert, was die investition angeht. Genau. Okay. <laughs> Kannst du gerne machen, Mo. So, du hast das CC stehen auf Level 63. Würde ich ein Level hoch machen, bräuchte aber 100, 176 Tage, dass es sich wieder automatisiert. Bei. 176 Tage ist der Eigenanteil für die nächste Stufe. Nee, ne, eigentlich nicht. Ach doch. Doch, das ist der Eigenanteil für die nächste Stufe, weil du du hast ja, das hast heißt, du hast ja, wenn du die wenn du den jetzt um ein Level ausbaust, dann hast du halt einen wahrscheinlich äh, Wahrscheinlich ähm, musst du einfach 176 ähm, Forschpunkte Eigenanteil investi äh, investieren in das Cape. Und dadurch, dass du nach dem Ausbau von Stufe 62 auf Stufe 63 pro Tag einen Forschpunkt mehr bekommst, brauchst du 176 Tage, um diesen Ein Eigenanteil, den du vorgeschoben hast oder den du vorinvestiert hast, wieder reinzubekommen. Genau, den Eigenanteil von dem einen Fortspunkt. Ja. Ja, ja, jetzt, jetzt habe ich aber jetzt habe ich den Satz verstanden mit der, mit der Erklärung. Genau. Okay. So. Okay. Pi möchte gerne einen Stadtbesuch auf. USA. <laughs> USA und Thailand. Du bist lustig. Ähm, ja. Da es jetzt 0.30 Uhr ist, würde ich den gerne auf den nächsten Stream verschieben, Pi. Und auch, und auch Mo. Ja, das darf man, das ist okay. Also ähm, ist für mich kein Problem, ähm, das auf, äh, Thail in, in Thailand oder sonst wo zu machen, weil ich würde das ja mit meinem zweiten Account machen und dann dementsprechend dort äh, eine Welt erstellen. Aber da es jetzt schon 0.30 Uhr ist und meine Stimme wirklich arg am Abkacken ist, leider. Also ich habe echt Halskratzen. Ich hoffe, ich werde nicht krank. Ähm, deshalb würde ich jetzt ähm, nicht mehr länger machen wollen. Ich habe ja den Stream auch bis 0.30 Uhr angesetzt. Und von daher ähm, würde ich dir und Mo dann die, die ähm, investierten Kanalpunkte wieder zurückerstatten. Und dann gerne beim nächsten Mal. Wenn ihr am Samstag keinen Forge of Empire Stream machen solltet, Pi, mache ich vielleicht wieder einen. Denn am Samstag ist meine Tochter auch wieder bei den Schwiegereltern und da hätte ich theoretisch Zeit. Genau. Und vielleicht kannst du es da dann investieren. Mal schauen. Aber ich würde jetzt, wie gesagt, ich würde jetzt lieber äh, Schluss machen wollen, weil meine Stimme ist langsam am Versagen. Und ähm, ich will rechtzeitig im Bett sein und nicht immer so spät ins Bett gehen. Deswegen habe ich 0.30 Uhr mir als Limit gesetzt. Und äh, schaue jetzt ähm, mal, wo ich hinraiden könnte. Und bedanke mich jetzt natürlich schon mal bei euch fürs Zuschauen. Habt ihr eine, einen Tipp? Wollt ihr zu, einer zu einem bestimmten Kanal hingeradet werden? Vielleicht. Ich sehe ja aktuell online. Okay, online ist ähm, Burst Angel. Zu dem könnte ich mal raiden. Oder Mongoosa. Mongusa sp spielt aber World of Warships, da würde ich jetzt ungern hin raiden. Und Burst Angel spielt Dead, of Day äh, Dead by Daylight. Und zu Burst Angel ähm, muss ich halt noch sagen, der war mal bei uns der... Also wenn ihr jetzt keine andere Empfehlung habt. Amurant, nee. Zu Amurant äh, kann ich nicht raiden, weil sie leider nicht online ist. Genau. Hätte ich natürlich sofort gesehen, wenn sie online gewesen wäre, weil ich natürlich äh, ihr Folge mit einem äh, Stufe 3 Abo. Stufe 3, ja, natürlich. Immer genau. Ähm, ja, ähm, genau, Burst Angel ist äh, ein ehemaliger Mitspieler in meiner meiner Gilde hier auf äh, D. Und der war mal unser Gildengefechtsleiter. Das Glas-Abo? Nee, nicht das Glas-Abo. Das möchte ich nicht, das Glas. <laughs> Marco hat nur 14 gekauft. Ja, ähm, <laughs> Nee, das, das, äh, das riecht nicht gut. Das möchte ich nicht. Genau. Deswegen äh, würde ich mal zum Burst Angel reden. Und der freut sich bestimmt, wenn man da mit äh, 15 Zuschauern einreitet ein und mal kurz Hallo sagt. Und äh, vielleicht wollt ihr auch gerne noch ein bisschen zugucken. Ähm, wie gesagt, er spielt Dead by Daylight. Das ist ja, ist ja eher ein äh, ja, so Ego-Ego. Ego-Shooter ist es nicht. Ein Killerspiel. Ein Ego-Killerspiel. Genau. Okay, jetzt habe ich... Oh, ah, ah, daher kommt der Ton. Danke dir, Mo, für die 100 Bits. Vielen Dank. Kann ich mir vielleicht doch noch die, das Glas kaufen oder, oder Marco äh, ein Glas schicken? Aber ich glaube, so ein Glas war sehr, sehr teuer, oder? Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie teuer es war. Es war, glaube ich, absurd teuer, oder? Ähm, genau. Danke dir, Mo. Ähm, ja, ich würde mich freuen, wenn du nochmal noch mal ins Video on Demand schaust. Ähm, ich habe, äh, wie gesagt, drei, vier Features im FOE-Helfer äh, mir angeguckt und ansonsten halt ein bisschen beim St. Patricks, Day Event, weitergespielt und ähm, Welten beendet, sozusagen. So, und da kam jetzt auch noch mal was von Marco rein. Ich danke auch dir, Marco. Ähm, ja, ähm, vielen Dank für eure jeweils 100 Bits. Das ist sehr lieb von euch. Und dann würde ich jetzt den, den <laughs> Raid starten. Und äh, ihr könnt dann noch ein paar Kanalpunkte bekommen. Warum wird mir jetzt der Burst Angel nicht angezeigt? Oder sowas. Egal. Dann gebe ich ihn eben manuell ein, wenn das sein muss. Okay, dann beginne ich den Raid. Und dann sage ich euch vielen Dank nochmal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Dabeisein, vielen Dank für die Kommentare, vielen Dank für die Bits. Drei neue Zombie übrigens. Ja. Oh, wer kommt denn da noch rein drauf? Oh, Chrisse, nein. Oh, Abend, ja. Ich habe gerade ein bisschen das falsche Make-up aufgelegt, aber gut. Vielen Dank fürs Reden. Ist jemand der, der einen Shoutout machen kann? Nee, ich nicht, ne, ich glaube nicht. Mein Brüderchen ist nicht da. Mache ich dann nach der Runde. Warst du wieder. Uh, World of Empires am Streamen? komme ich doch hier nicht durch? Lau, kleiner Lau. Oh, Det, hattest du mich noch? Ha? Hast du noch? Ja, ne? Hast nicht? Okay. Ah, ich glaube, das geht nicht, Sabia. Warte. Könnt aber eigentlich... Ich wollte ja sowieso noch Mods verteilen. Kannst du ja machen, wenn du Bock hast, Xavier. Schätze, dir kann man über den Weg trauen oder so.